Und hoch die Hände, Wochenende. So, zweiter Teil. Ja. Hoch die Hände, Wochenende, zweiter Teil. So, erstmal Hallöchen, genau deswegen hole ich mir kein Smite. Ja, aber trotzdem, Zandea, es werden mehr Leute. Es werden, Zandea, du kannst Smite nicht aufhalten. Was Smite macht Spaß. Du hast ja die ganzen Champions, die machen total, passt doch gerade zum Thema, was wir gerade Smite spielen. Unser Zandea, nämlich für die YouTube-Leute, der will nämlich nicht, dass wir Smite spielen. Ja, der ist dagegen nämlich. Und ich bin aber dafür, weil Smite, die Champions sind alle so lustig. Immer wenn die verlieren oder gewinnen, dann machen die so lustige Faxen. Und man kann mal LOL aus der Ego-Perspektive sehen. Das gibt's auch bei dem richtigen LOL, gibt es extra so einen Zusatz, den du dir runterladen kannst, dann kannst du so geile Effekte machen. Das hat ja zum Beispiel Silent Peaks gemacht, um den Trailer zu machen für unsere LOL-Meisterschaft. So ein Tool kannst du dir runterladen, dann kannst du aus der Ego-Perspektive sozusagen auch LOL spielen. Zwar nicht in realistischer Zeit oder sowas, ist halt ein bisschen, ist halt für gut für Effekte machen, für wenn du Special-Aufnahmen machen willst. Ja, zum richtigen LOL-Gaming kannst du natürlich vergessen, aber um mal damit just for fun mal so egomäßig durch die LAN zu marschieren. Und das hast du aber von Haus aus natürlich bei Smite schon. Deswegen macht natürlich Smite Spaß, weil du hast es mal aus der Ego-Perspektive, die ganzen Lanes und das alles. Und das sieht auch voll geil, ist auch geil gemacht und sieht geile Grafiken, sieht alles geil. Deswegen ist schön. Bloß unser Zandea, der ist da so ein bisschen holzbeinig, der tut sich da so ein bisschen schwierig, der will da seine Suppe wieder nicht aufessen. So, und jetzt aber erstmal, und zwar, vorhin war ganz witzig, muss ich euch unbedingt erzählen. Vorhin habe ich habe was entschlüsselt, dank Trailer Jumper. Und zwar, warte mal, nee, erstmal hier. Nee, was anderes. Nee, das erzähle ich bei LOL. Das muss ich bei LOL erzählen. Nee, das kann ich hier nicht erzählen. Das passt hier nicht. Warte mal, was ist noch? Ist das, wenn dir. Was ist dir wichtiger? Ach so, neulich Nacht, wo ihr alle nicht mehr da gewesen seid, da hatten wir das Thema gehabt mit so ein paar Jungs hier. Und zwar ging es da um heiße Bräute im Livestream, ja, und Spenden. Da ging es um, aber das passt jetzt auch hier nicht. Da hatten wir so ein Thema, darüber habe ich mir extra aufgeschrieben, da wollten wir drüber nochmal philosophieren. Heiße Bräute bei Twitch. Und wie kann man die anbaggern mit Donations? Ja, mit Donations. Ab welcher Donation-Klasse sollte man anfangen? Weil einer meinte mit 500 Euro zum Beispiel oder so, um die anzubaggern, um sich auf sich aufmerksam zu machen. Weil manche benutzen Donations, um rumzubaggern. Ja, ja, ja. Das haben wir extra, das Thema wollen wir aber noch behandeln. So, und jetzt nicht. Ist ja wohl klar, jetzt nicht. Und so, das war das. Dann das auch nicht. Das ist nämlich auch ganz interessant. Und zwar, das sage ich aber auch jetzt. Das gehört zur Lohn. Und dann, und jetzt hier, Trailer Jumper. Der meinte, er hatte vorhin, da hat man das Thema mit dem Huhn und was, bla bla. Huhn so, bock, 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 bock. Und merkt ihr schon beim bock, 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 bock. Ich hab's entschlüsselt, Leute. Ja? Die Hühner sind die Borg. Ja, ja, aber Borg, 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 Borg. Ja, wer die Borg jetzt nicht kennt, ja. Ach, wer die Borg nicht kennt, dann kann ich euch nicht helfen. Was soll ich sagen? Also, wer die Borg nicht kennt, hat die Welt verpennt oder so. Also, die Borg gibt's bei Star Trek. Ja, wer die Borg jetzt nicht kennt, ist schwierig zu beschreiben. Aber ich kann nur so viel sagen, das ist so ähnlich wie Hypnos World, ja. Da geht's halt darum, wir sind Hypnos World. Widerstand ist zwecklos. Ihrer Spezies wird unser Spezies hinzugefügt werden. Ja. Würde jetzt, wenn wir Hypnos wollt, so ist es bei Hypnos wollt. Und so ähnlich klingen auch die Borg. Ja, das haben die von uns geklaut. Und so, das war auf jeden Fall, ich habe es also entschlüsselt, dieses Borg, 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 der Hühner sind die Borg. Und die sind auch überall, fast wie die Tauben. Also. So, und das haben wir abgehakt. Jetzt aber noch viel interessanter. Twitch, warte mal, Twitch, hier steht noch was mit Twitch. Ah ja. Twitch, das ist tatsächlich auch bei LOL dann. Ist irgendwie cooler. Und hat was mit Asia, dass ich bin ja praktisch ein asiatischer Twitch-Affe geworden und das wollte ich aber bei LOL dann erzählen. So, hier, und zwar mit ETS. Was war mit ETS? War mal ETS, als Events kam und sagte, dass sie nochmal. Genau, und zwar meine erste Moderatorin war ja Venus gewesen. Und da war ich ja damals so, wir hatten vorhin das Thema gehabt, weil ich ja am Lernen bin. Die Community bringt mir immer alles bei, zum Beispiel LOL, Counter-Strike und die raufen sich da manchmal die Haare, weil ich nicht immer so brav höre, was die alle sagen. Und da raufen sie sich alle die Haare, ist aber nicht mit Absicht, ja. Und so ebenfalls war ich ja damals noch, weil ich vorhin meinte, ich habe ETS, das war Venus, war die erste, die so da war als Moderator. Venus kannte noch die Zeit, wie ich bei ETS total rumgelitten habe, ja. Also, wie alle mussten mitleiden, so wie alle bei LOL mitleiden, jetzt die ganzen Zuschauer bei LOL mitleiden. Und so leiden auch die alle Leute bei Counter-Strike mit und bei den anderen Spielen leiden sie alle mit. So war das auch bei ETS. Und Venus war halt die erste, die dann damals gesagt hat: Mensch, lass die doch mal machen, die wird das schon irgendwie hinbekommen. Weil ich bin dann, wenn es bergauf ging und da war irgendein Fahrzeug vor mir, bin ich langsam
Trainer, der mich irgendwann stehen geblieben. Dann stand ich mitten im Berg und dann bin ich nicht mehr vorwärts gekommen, bin ich einfach zurückgerollt. Ich konnte nichts dagegen machen. Ich bin einfach zurückgerollt mit dem scheiß LKW, bin überall gegengefahren, habe Strafzettel kassiert, noch mehr Strafe und hast nicht gesehen. Und es passierte jedes Mal, bei jedem, das kann man sehen bei den alten Videos, die ich gemacht habe. Wir haben ja wieder alles auf, wir haben alles dokumentiert. Das heißt, ich bin bei jedem blöden Berg. Der Berg war schon für mich eine Angstpsychose, ja, weil, guck mal, da kommt schon wieder ein Berg und, oh nein, bitte nicht schon wieder ein Berg, kann man nicht nur gerade Strecken fahren? Und es war schlimm gewesen, diese Zeit. Und da meint, und da sollte ich noch nebenbei Chat lesen. Ja, ich war total am Rumlenken, Schalten, wie soll ich denn dabei noch einen Chat lesen? Schafft da kein Schwein noch, dabei einen Chat zu lesen? Und, Venus meinte dann, nun lass die doch mal in Ruhe, weil die Trolle waren ja, die Trolle waren am Machen. Und Venus meinte, Mensch, lass die doch mal in Ruhe, die wird schon noch im Chat lesen. Aber ihr seht doch, die ist gerade beschäftigt und so. Also Venus hat mich dann im Schutz genommen und meinte zu den anderen, bevor sie Mot war, war sie noch nicht Mot gewesen, da meinte sie schon, lass doch mal die machen, die macht das schon. Da hieß ich noch die, hat sie mal die gesagt. Lass die doch machen, ihr seht doch gerade, dass die total beschäftigt ist und gar nicht klarkommt mit allem. Ja, und während die aber im Chat immer so, also die haben mich dann beleidigt und rumgeflamed und getrollt und hast nicht gesehen, gehietet und geschietet und während ich da versucht habe rumzuschalten, krampfhaft zu lenken und diesen scheiß Berg hochzukommen und hinten keine Strafe zu bekommen, hat Venus gesagt, Mensch, lass sie doch mal, seht ihr das nicht, die weiß gar nicht, was los ist. Ja. Ich habe das schon im Augenwinkel schon so mitbekommen, aber ich konnte nicht reagieren, weil ich hatte 1000 Sachen gleichzeitig zu tun. Ja. Ich musste in meiner Kabine ums Überleben kämpfen eigentlich. Ja, das wollte ich mal sagen. Das musste mal gesagt werden. Ja. So war das mit Venus damals. So ist die praktisch aufgetaucht. Hat sozusagen schon mal ein bisschen gekämpft für mich dann damals. Weil die alle mich fertig machen wollen. Die wollten mich alle fertig machen. So, ja, das war's. So, jetzt gehen wir erstmal. Warte mal, kurz ein bisschen Lala anmachen. So, ein bisschen Lala machen. Und jetzt gehen wir erstmal zu den beiden. Und wie der Zufall es so will, sie ist auch gerade anwesend. So, jetzt. Sound resume. So, da bin ich wieder. Ich war kurz früher, ey, sag mal, du kennst es vielleicht nicht, Trailer, aber Venus kennt es noch. Früher habe ich. Ich kenne es auch, Cosi. Nein, aber nicht die Zeit, wo ich, sagen wir mal, 50 Minuten geredet habe, bis das Spiel angefangen hat, oder? Ich habe alle deine Videos schon gesehen, Cosi. Ich weiß Bescheid. Also. Ja, früher hat es echt lange gedauert, bis man endlich mal angefangen hat zu spielen. Die Aufnahmen, da. Manchmal gab es sogar zwei Teile, aber im ersten Teil habe ich geredet, im zweiten Teil fängt man an zu spielen oder sowas. Das stimmt eigentlich. Das hast du bei dem einen geschafft, glaube ich. Hast du irgendwas angefangen und denkst, sag mal, jetzt könntest du mal, deshalb würde ich mal einfach spielen. Was jetzt? Da kam der zweite Teil. Ja. Das war halt so. Ich musste es ja erstmal lernen. Ich war ja praktisch Stream-Anfängerin und ich habe ja damals schon gesagt, gib mir mal so ungefähr, sagen wir mal, 250 bis 500 Videos, damit ich das erstmal lerne. Das richtige Umschalten vielleicht und vielleicht dies und jenes, diese ganzen kleinen Sachen, die man alle nicht über, die ich ab und zu heute mal ab und zu mal noch ganz wenig übersehe. Also zum Beispiel das Umschalten, dass ich schneller das Spiel anfange zu spielen und aufzunehmen und dass ich nicht so lange rede. Also während der Aufnahme, ja. Lange reden tue ich immer noch, aber außerhalb der Aufnahme. Das stimmt, Kose. Du hast es damals, hast du dir so ein Fenster gemacht, wo so ein paar Punkte drin standen. Von wegen. Ja, genau. Auf Chat achten, weniger reden, aber das mit dem weniger reden hat nicht so geklappt. Ja, genau. Und nicht weniger Brust zeigen, weiß ich auch nicht. Vielleicht weniger sexuell sein oder weniger sexuell. Also genau, die ersten Videos, da stehen rechts, da sieht man rechts bei ETS immer die Punkte, die ich nicht machen möchte. Ja, da habe ich dann extra, die sind immer eingeblendet. Die sind den ganzen Video über sind die eingeblendet. Konnte man die sehen. Und die Leute haben mal gefragt, warum steht denn das da immer und alles. Manchmal haben auch nicht gefragt, was sie nicht wussten, die wussten gar nicht, was soll denn das überhaupt, der Scheiß da. Aber man sieht doch die Veränderung von damals. Also die ganzen Videos, so, die ja hochgeladen sind, man kann so richtig mitverfolgen, wie du gewachsen bist. Finde ich cool. Meinst du? Ja. Meinst du? Also es hat sich definitiv zum Guten entwickelt. Meinst du? Ich habe mich verändert? Ja. Naja, verändert. Ja, verändern tun wir uns ja alle irgendwie. So ein bisschen. Man wächst ja mit deinen Aufgaben. Aber ja, damals habe ich in den Aufnahmen, habe ich ja mindestens so 50, 40, also 30 Minuten aufwärts, so 40, 30, 40, 50 Minuten geredet, bis es dann mit dem Spiel mal losging. Ja? Und dann habe ich dann aber versucht, kürzer zu werden irgendwie. Naja, so war das. Aber siehst du, Cosi, wo wir schon dabei sind, sag mal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, bei ETS damals die Geschichte zu denken und danach zu spielen und jetzt so richtig derbe durchzuziehen? Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Jetzt ist er baff. Weiß ich nicht, das hat sich. Das hat sich irgendwie so ergeben, ich weiß auch nicht, weil. Weil ich bin halt so ein Mensch, der braucht ein Ziel, eine Mission. Und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht einfach nur Frachten fahren bei ETS. Da fehlt irgendwas, da fehlt mir was. Ja, und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich halt eine Geschichte daraus. Mega geil. Ja, ich habe wegen dir, weil du nach Geschichte fährst, habe ich mir irgendwann angewöhnt, bei ETS meinen Kai Uwe zu denken. Mein total bekloppten Beifahrer. Der wechselt die Reifen falsch, wisst ihr, der zieht mir eine 8 auf. Du hast also psychologische Probleme bekommen dadurch. Genau. Du bist der Blinker links, Blinker rechts. Ja, unsere Silvesterfahrt, herrlich. Ja, aber wie gesagt, das hat sich ja so ergeben, weil ich brauchte bei ETS irgendein Ziel. Und da dachte ich mir, ja, nur die Fracht von A nach B fahren ist für mich jetzt kein Ziel. Das ist ja normal Standard. Ich brauchte ein höheres Ziel, eine höhere Mission brauchte ich bei ETS. Und so kam das dann auch. Und so hat sich das auch weitergeführt auf ATS und auf Landwirtschaftssimulator normalerweise. Ja. Bei ATS ist es ja so, dass ich da den Onkel spiele. Da spiele ich ja den Onkel, den Vito Corleone. Bei ETS bin ich ja die Nichte, da bin ich ja praktisch nur die Nichte. Und bei Landwirtschaftssimulator sollte das ja so sein, dass ich die Tochter von Vito bin. Ja, ja, ist ja so. Das ist du hast, hast du Landwirtschafts 15 oder 17? Ich habe 15, aber wie gesagt, ja, wieso fragst du? Nur so. Also. Ja, und ja, wir wollten ja, wie gesagt, wir hatten ja schon mit Puffer hier damals, hatten wir ja angefangen, ein bisschen auf dem Surfer zu spielen, aber da hat Nico aufgehört und deswegen haben wir ja keinen Surfer mehr. Sonst hätte ich ja schon öfters mal auf Werbung gemacht für einen Surfer, wo wir dann gewesen wären, dass wir mit den Leuten sogar Landwirtschaftssimulator spielen. Weil das bringt ja so richtig Bock für die Zuschauer, wenn dann so mehrere Leute mitarbeiten da. Das ist ja gerade das Spannende dann so. Da wollte jeder dann seine eigene Hütte oder sein eigenes Feld, ist das? Ja, ne, gemeinsam auch arbeiten. Der eine mäht, während der andere das mit den Hänger auffängt alles und so und gemeinsam dreschen und alles Mögliche. Wie gesagt, das macht ja gemeinsam dann für Zuschauer natürlich noch mehr Spaß, als wenn jetzt nur einer alleine darum arbeitet. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man dann das aufbaut alles und das immer größer wird, also immer mehr, du hast immer mehr Felder und immer mehr Fuhrpark zu und dann mit Reinigung wird dann, wer reinigt die ganzen Geräte, wird eingeteilt und. Das ist ja viel Arbeit. So, ich starte schon mal unser Smite, oder? Seid ihr bereit? Wir sind drin. Gruppe steht. Vor allem, das reimt sich. Seid ihr bereit für Smite? Und gibt es eigentlich auch eine Abkling-Lobby oder sowas? Wie bei LoL? Oder ist die Abkling-Zeit? Na, bei LoL ist, wenn du eine Lobby aufmachst, dass du dann irgendwann die Lobby sich wieder schließt, wenn du nicht schnell genug reinkommst oder so. Nö. Also nach 30, 40 Minuten schließt sich die Lobby, glaube ich, wieder. Warte mal, ich komme gerade nicht rein. Ich habe kein Passwort. Moment, ich muss mich kurz einhacken irgendwo. Ich muss kurz den Account hacken, Moment. Da, da, da. So, das. Wo ist jetzt mein Smile? Bist du bereit für Smile? So, das. Einloggen. So. Anmelder. Bereit. Es ist Zeit. Jetzt bin ich in so drinnen. Aber kommt gar kein Bild hier. Ja, und dein. Ach, siehst du, und dein Dingsebums habe ich mir angewöhnt. Die Arbeit, die schmeißt dich schon immer mal weg. Was machen schon immer. Na, ich hab mir deinen Dingsebumse angewöhnt. Ach so, der Dingsebumse. Ja, letztens hatte ich einen Notdiensteinsatz, weil ein Kunde auf der Autobahn Platten hatte. Ja. Und dann haben wir telefoniert und ich sagte so und so, ich sage, machen Sie einen Dingsebumse denn da hin? Was? Dingsebumse? Was ist das denn? Der Kunde hatte spontan wieder gute Laune, ja. Das ist das Problem. Aber hier ist kein Bild, Leute. Ich hab kein Bild. Wie der Fotograf sagt. Warte mal, drück mal auf Spielen, vielleicht muss ich das auf Spielen. Und außerdem ist hier alles irgendwie ohne Bild. Also ich habe gerade, warte mal, jetzt passiert irgendwas. Du hast ja erst den Launcher, genau, musst erst rennen. Ne, der Launcher, da war komplett alles leer, bis auf der Starten drücken. Irgendwas war da spanisch gerade. Ja, das ist bei mir auch andauernd. Okay, jetzt lädt er erstmal. Schauen wir mal. Mal sehen. Rattert die Platte. Die Platte rattert wieder. Ey, ich freue mich schon drauf, mit euch zu spielen. Haben wir lange nicht mehr gemacht, oder zusammen? Ey, lange ist her. Ja. Das ist lange her mit Venus und Trailer Jumper wieder, Mensch. Das war ja, echt. Guck mal, ob ich den Revlo ein bisschen ärgern kann. 1177, nicht schlecht. Aha, ich bin der mal vorsichtig. Der lädt hier immer noch. Wow, der lädt sich im Wolf wieder. Gab's ein Update? Verdammt. Gab's hier ein Update? Was meint er? Vorgestern oder sowas. Also, macht er dein Steam automatisch, glaube ich, ne? Nee. Nicht alles, glaube ich. Jetzt ist hier zwar ein Bild, aber man kann immer noch nichts sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das jemals sehen konnte, überhaupt das Bild. Sieht man, schönes Bild übrigens, schade, dass das nicht sehen kann.
Jetzt. Wir müssen Zandea noch überreden mitzuspielen. Der mäkelt immer. Zandea mäkelt immer. Verbindung mit dem Surfer nicht möglich, steht hier. Die alle gegen Smite haben. Hier ist jeder Schlag ein Treffer, man kriegt ein Gold, muss ich den letzten Schlag machen. Allein deswegen spielt das Spiel. Leute, hier steht Verbindung mit dem Surfer nicht möglich. Warte, ich warte. Anmeldung, bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Na, hast du geupdatet? Nee, aber jetzt bin ich irgendwie drin anscheinend. Okay. Guck mal, rechts unten ist das eine, sieht aus wie Venus. Guck mal hier, rechts unten ist Venus. Hokus Pokus, warte mal, Hokus Pokus Truhe. Guck mal, Venus Truhe, das ist eine Venus Truhe. Und hier links ist ein Nasenbär. Guck mal, das ist ein Nasenbär. Und da ist der, guck mal, da drüber ist der grüne Trailer. Hat er gerade gesehen, da war Trailer gewesen. Warte mal, ich zeig dir nochmal. Guck mal hier. Hier ist der Trailer-Jumper. Guck mal, mit ein geiles Ärschlein sozusagen. Ja, so. Ne, ist hier so, kann doch nichts dafür, was kann ich dafür? Ja, Sperling. Dann bist du ein Sperling, das ist bestimmt was für Trailer-Jumper. Und der Nasenbär ist vielleicht was für mich hier oder so. Sperling? Das ist die Knackpo-Nachtigall. Oh, guck mal, hier ist noch einer. Guck mal hier, so ein blonder Schönling. Kriegen wir was geschenkt, Leute, irgendwo? Belohnung, weil wir sind Belohnung. Ich klicke mal auf Belohnung. Ich war ja lange nicht mehr da. Guck mal, wenn da mehr Belohnung. Nimm erstmal die Einladung an. Warte, ich muss jetzt. Was soll ich denn machen heute? Was soll ich denn. Achso, sammeln. Zack. So, jetzt habe ich Smite-Gunst. Das war's? Jetzt sind 8 Stunden wieder. Scheiße. Warte mal, jetzt aber nochmal. Ich habe doch 2 Belohnungen, oder nicht? Okay, ich nehme das mal. Die kommt morgen denn. Die wird schon aufgedeckt, was du morgen kriegst. Ah, morgen krieg ich schon 25. Wenn ich reingucke, aber das mache ich ja immer nicht. Ich hab das mal durchgezogen, wenn du dich jeden Tag mal einmal einloggst, dann hast du Ende der Woche immer 50 Juwelen. Ja? Hm? Ich hab gar keine Juwelen. Am nächsten Tag gibt's, glaube ich, 15 und am 7. Tag 35. Ich hab gar keine Juwelen. Na, dann wird's Zeit. Warum hab ich denn? Du musst mal 7 Tage hintereinander einloggen. Jo. Na, ich hab mich doch jetzt eingeloggt, warum krieg ich keine Juwelen? Aber heute dein erster Tag ist. Achso, da hinten gibt's das Juwelen oder was? Genau. Ja. Achso. Das ist wie bei Pool, dass du jeden Tag immer reinkommst. Wie viele Juwelen kriege ich dann, wenn ich am 7. Tag bin? 50, ja? Am 7. Tag hast du dann insgesamt 50, genau. Hört sich ja nicht schlecht an. Aber ich denke aber nicht dran. Na gut. So, warte mal, ich weiß gar nicht mehr, was los war. Wir haben ja auch einen Clan, oder? Wir hatten ja auch einen Clan eigentlich gehabt. Ja, so haben wir drin. Noch immer. Cool. Ja, vielleicht kriegen wir bald noch neue Mitspieler hier. Hier, Martino will ja auch mitmachen. Dann haben wir einfach mal eine richtige Fünfergruppe, ohne dass wir fremde Leute mitnehmen müssen oder sowas. Kannst du gucken, Cosi, wenn du auf Social oben klickst und dann auf Kader, dann siehst du die ganzen Leute. Social? Hab ich sogar Hypnos World genannt. Social Eating sozusagen. So, hier. Clan. Wir haben Clan Stufe 2. Letztens hat jemand gestreamt, wie er Spaghetti gegessen hat. Bleh. Jemand hat gestreamt, wie er Spaghetti ist? Ja, mega. Wieso magst du keine Spaghetti? Nee, aber das ist einfach nur bescheuert aus. Ich wollte auch mal Spaghetti essen im Livestream. Nein, Cosi, bitte nicht. Doch, Spaghetti schön. Außerdem, ich esse ja nicht noch. Wie hat denn der die Spaghettis gegessen? Ja, frag nicht nur Sonnenschein. Ich erkläre es das nicht. Ja, ich esse Spaghetti mit Löffel und Gabel. Ja, so gehört sich das auch. Ja, siehst du, das sieht bei mir richtig elegant aus. Ich brauche keinen Löffel für Spaghetti. Lass es aber keinen Italiener sehen, sonst haut der dir was auf die Nüsse. Ja. Das muss eine lange Spaghetti sein, die zieht man so. Nee, ich mach mit ich hab ja einen italienischen Kumpel. Das ist ja dieser, der Italo Gaming, und der meinte, das ist ein Verbrechen. Und ich meinte immer zu ihm, Mensch, habt ihr nicht so, komm, lass uns noch Ketchup drauf machen. Und das ist ein Tod, ja? Also mit Gabel und Löffel und dann noch, und noch Ketchup, das ist so, als würdest du, wenn das ein Italiener sieht, dann fängt er an, nicht auf den elektrischen Stuhl zu bringen oder so. So, ich gönn mir jetzt mal hier einen Schmankerl. Ich habe mir extra zwei so eine Düsse, so eine Dinger hier, so eine Becherchen wieder geholt. Und zwar exquisite Schmankerle. Und zwar diesmal, ich fange an mit Latte. Ist das Latte? Ja, Latte Macchiato. Morgen gibt es Cappuccino. Könnt ihr das gerade sehen? Ich habe mir so ein Becherchen geholt. Da ist mehr Zucker drin wie Kaffee. Ja, sag, nee, nicht sowas sagen, Venus. Du musst sagen, lecker, Cosi, ne? Ja, lecker. Cosi, nee, kurz nebenbei, so zum Reinkommen einmal Arena oder was? So zum Rinkommen wieder? Arena. Ne, Arena, da musst du es drauf haben, da ist ja Front gegen Front, ist ja da.
Lass uns lieber ein Lane-Spiel erstmal. Arena ist ja. Endkampf. Lass uns lieber zu Arena erstmal Arena zu nachher machen. Das, wenn man Arena, da hast du keine Lane, nichts. Dann machen wir Eroberung, ganz normal zum Reinkommen, ja. Weiß ich nicht, wo muss ich eigentlich schon auf Spielen klicken oder was? Noch nicht, warte. Nee. Ah, ich muss nichts machen. Nö. Gut, okay. Schön! Ich muss dir gleich deinen Charakter auswählen. Wo denn? Wo kann ich machen? Na, kommt gleich. Dauert einen Moment. Warum habt ihr eigentlich Bilder und ich nicht? Guck mal bei euch bei Venus und ich sehe da unten rechts Bilderchen. Ich will auch so ein Bild haben. Warum hab ich denn kein Bild? Ich war so frech und hab mit. Nee, meins hab ich glaube ich freigespielt mit meinem Gott, ja, mit dem Ra. In der Mitte siehst du ja diesen großen. Ja, ich hab gar keinen, oder? Da klick mal drauf und da kannst du deine Avatare einsehen, ob du da vielleicht was anderes hast. Ich hab nur einen Blitz. Ich bin nur Flash. Warte mal, da ist ein Dunsel. Guck mal hier. Was Avatar, ist? Genau. Ja, musst du freischalten. Also ich hab das in meinem Ra zum Beispiel freigeschaltet, weil ich den eine ganze Weile irgendwie gezockt hab. Und dann kriegt man das Bild irgendwann. Na, ich hab nur eins. Ich weiß nicht, ob ich es bekomme, aber der zeigt es immer noch nicht an. Oder muss ich rausgehen? Ich hab hier so einen Ball. Schutzstein-Skin, aber irgendwie... Ja, das ist ein Schutzstein. Wow. Das ist laut. Hab ich den jetzt oder hab ich ihn nicht? Anscheinend nicht. Nee, das ist ja kein Avatar. Avatar ist nur das erste. Was ist dieser Schutzstein? Schutzstein ist einfach nur der Skin von diesem einen Stein, den man mitnehmen kann. Das ist nicht so richtig cool. Such dir erstmal einen Held aus. Wie kann ich wieder schnell zu den Held gehen? Dass ich will den Held nochmal wechseln. Wie komme ich da nochmal hin? Die Leiste da, ja, nee. Rechts und links. Die Pfeile. Anders nicht? Nee. Hast du ja eine Leiste rechts und links, die silberne Pfeile? Ja. Wow, denn mit dem Schild, den hatten wir glaube ich schon mal, der sieht geil aus. Moment, ich muss mich konzentrieren. Wow. Der war so aus wie Chinggis Khan gerade hier. Moskau. Boah, der sieht aus wie der von... Oh, ich nehme die Schattenfrau, die hat gerade voll erotisch der Dingsbumse gemacht. Und noch eine Dingsbumse, guck mal hier. Oh, ja, ist das so eine Art... Hier sind ja... Oh, und der Dings ist auch wieder dabei. Und oh, und hier. Und der. Oh, und hier, Mann, hier der Barzelbils. Hier ist der Yasuo, ist das so ein Yasuo-Typ. Ja. Nee, ich nehme erstmal die, oh Mann, ich nehme erstmal die Heißwurst, oh nee. Ich will alle spielen. Oh, hier, Ole Rio. Ich nehme erstmal hier die. Von Tekken. Scheiße, festlegen. Aber ich wollte alle haben. Und sag mal, Trailer, du spielst schon wieder so einen Fliegeronkel, kann das sein? Hm, das ist Zeus. Und ich habe irgendwie Vögel, ich habe Vögel, ich kann Vögeln. Oh, guck mal, meine. Das ist schön, dass du das ganz cool hier. Guck mal, die macht hier schon wieder Moves. Geht's jetzt los? Ja, okay. Hier steht irgendwas mit VP verkaufen. Was ist ein VP verkaufen? Was, wo steht die VP verkaufen? Wie unten bei mir. VP kaufen. Ja, kaufen meine ich. Kann man die Sprachpakete kaufen, das ist total einfach schwierig. Sprachpakete, ach ja, warte, ich kann auch hier, warte, check it out. Warum geht's nicht weiter? Keine Ahnung, bei mir steht auch immer, wird gestartet. Na, da hat wohl jemand eine Holzleitung. Ich vielleicht? Hä? Vielleicht ich? Für eine kurze Verbindung. Denk ich nicht. 45 km Modem. 45 km Modem. Das waren noch Zeiten. Das war eine Zeit, oder, Cosi? Rechner anwerfen, halbe Stunde warten, Modem anwerfen, 5 Minuten warten. Ich glaube, das schnellste war nachher 256k. Ja. Das war, glaube ich, das schnellste Modem dann. Und da warst du schon unter den Noblen. Und dann kam, glaube ich, irgendwann Internet. Vorher gab es noch... Erstmal ISDN, ne? Ach ja, da war irgendwas, ja, da war ja noch was dazwischen irgendwie so. Also ich meine mit Internet, davor war ja nur textbasierendes Internet, das war ja noch kein richtiges Internet. Ja, das haben sie ja total angepriesen. ISDN, das schnellste, was... Ja, stimmt, ISDN, warte mal, genau, ISDN, was war denn da noch? Das. ISDN, DSL kam ja erst viel später, das war ja, DSL war ja sowas wie der liebe Gott oder sowas. Was DSL war, kam viel, viel später. Ja, es kam Jahre später. Erstmal gab es ISDN und das sind unterschiedlichen Sachen, oder? Es gab ja verschiedene, das war... Okay. Okay. Vielleicht sind die rausgegangen, keine Ahnung.
Schade. Ach, das kann sein. Ich hatte vorhin nämlich auch ein schönes Bot-Game. Ich habe da 3 Bots in meiner Gruppe. Wir erstmal alle direkt reportet. Wie war denn das nochmal mit den ISDN? Also DSL war ja praktisch das Highlight. Das war ja praktisch, wie Gott ist auf dem Planeten gelandet oder so. Ja. Und davor gab es aber noch viele andere. Was war denn das? ISDN? Da war da noch was anderes. Was war da noch? Boah, ich weiß noch, ganz früher da oh, kannst du dich noch erinnern, Cosi, wo man Computerspiele mit Kassette spielen musste? Ja. Da musstest du vorspulen bis zu dem Punkt und dann, oh. Das Problem bei den Kassetten war mal gewesen, hat da das Spiel jetzt geladen oder ist er abgestürzt oder lädt er noch? Ja, das weiß man. Du wusstest immer nicht, lädt er jetzt noch oder ist das Spiel abgestürzt? Das wusste man immer nicht so genau. Man musste warten, bis irgendwas passiert. Ja, du bist nicht drum rumgekommen. Ich überlege gerade, wie das mit den ISDN war. ISDN, DSL. Ja. Wo seid ihr denn? Ja, ISDN. UMTS. Gott. UMTS. Vier kam oder so. Dann kam die Telefonnetzung dazu. Das war eine Mischung zwischen Internet und Telefon. Das war dann auch ISDN am Ende. Haben sie dann verbessert. Und dann kam ja schon... Ich weiß das nicht mehr, Mann. War da noch was dazwischen? Klecko fragt, wo seid ihr denn? Hier bei Smite. Willst du mitmachen? Komm. Hast du... Klecko, besorgt dir Smite, ja? Bitte, Smite besorgen ist kostenlos, runterladen bei Steam, bitte, ja? Smite besorgen zum Mitspielen. Wir brauchen noch eine volle Fünfer-Truppe hier. Da war doch noch was zwischen Kabelmodem mit 256K und ISDN. Da muss da noch was dazwischen, irgendwo war da noch was gewesen. Leo, gerade da war da irgendwas, oder kam da schon? BTM, BTS, UMTS, war da die UMTS? Wie hieß das? UMTS ist ja dieses mobile gewesen. Das war halt mobile Internet. Ja, das ist mobile. Was war denn das gewesen, Mann? Ich weiß es nicht mehr. Ey, mir war es, als ob da noch was war. Ja. Ja, wobei ISDN war damals schon. Gottes Willen. Oh, und bei DSL gab es auch 2 verschiedene Sachen, glaube ich. Ja. Jetzt hat es mich rausgehauen. Muss ich mal kurz mal. Ist nicht mehr, weil es schon so lange her, Alter. Wie fing dann das Internet? Wie ging das dann weiter? Erstmal K-Modem. 256er, 64er K-Modem, oder nee, 128 K-Modem, 64. Okay, mich hast du jetzt gerade irgendwie richtig rausgehauen aus dem Spiel. Echt jetzt? Ja. Ja, sag mal, was macht ihr denn alle? Dicker Tee. Bist du noch drin? Ja, okay. Hab kein Smile. Ja, dann besorg, Klecko, besorgen. Runterladen, Smile. Okay, mich auch. Okay, dann mach ich mal kurz. Mich jetzt auch! Können jetzt alle rausgefliegt? Ja. Starten wir mal neu. Warum sind wir denn jetzt? Ist ja logisch, wenn wir aufnehmen, dann muss das mal passieren. Ist ja klar. Ja, klar. Ich schieb mir schnell eine Pizza in den Ofen. Lass dir Zeit, Klecko, nicht rennen, sonst verbrennst du ja. Ach, Cosi, nein. Was denn? Die Server sind offline. Ist jetzt nicht wahr. Ist jetzt wahr. Müssen wir Heroes of the Storm spielen. Oh. Nein, ja. ich nehme gerade Smite auf. Aber wenn es nicht geht. Ja, steht auch im Launcher direkt drin. Server sind offline. Scheiße. Kann doch nicht sein, oder? Aber schön, dass daneben direkt ein Werbebanner ist für Partybock. Super Idee. Wo hast du das denn aufgeschnappt, Trailer? Na, das steht direkt, wenn du den Launcher neu aufmachst. Spiel ist offline und oben hast du den Serverstatus. Da ist ein roter Pfeil und da steht daneben steht offline. Aber ja. wie lange? Steht da wie lange? Ja, keine Ahnung. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich einen Status finde. We will be performing an emergency restart of Smite. Game back shortly. Ah, okay, wir machen einen Neustart. Na also, warte mal. Warten können wir doch bei Hypnos World. Wenn wir bei Hypnos World gelernt haben, dann nicht warten, oder? Das stimmt eigentlich gut. Also wenn man ein Ziel gelernt hat, das ist gut. Also warten ist doch für uns, da sind wir doch Meister drin. Aber Hypnos Vault, bitte warten Sie 5 Minuten, ist doch lächerlich bei Hypnos Vault. Da lachen wir doch drüber, Mensch. Da sind wir ja nicht warm geworden beim Warten. Ja, da werden wir beim Warten noch ja nicht richtig warm. Ich schieb mir schnell eine Pizza in den Ofen. Achso. Smite ist ein. Weiter wird jetzt aktualisiert. Ah, guck mal, jetzt aktualisieren sie hier. Der Launcher muss beendet werden. Warte mal. Jetzt kam hier gerade ein Update. Warte mal, jetzt fängt da wieder neu an. Vielleicht mussten sie deswegen wegen den Updates oder sowas. So. Das gleiche wird uns auch bei LOL wahrscheinlich passieren. Kam bei euch auch gerade ein Update?
Spiel ist offline, steht hier. Partywochenende. Bald steht Partywochenende. Wo denn jetzt hier? Dann lass mal Party machen hier. Genauso, wenn der Kühlschrank voller Suff ist, machst du Party, Kinder kommen. Partywochenende. Ich weiß jetzt nicht, was der hier macht. Ha. Surfer ist rot, steht ja, oder was? Spiel ist offline. Ha. Ja, warte noch mal ein paar Minuten. So ein Restart dauert ja mal ein bisschen. Aber bei mir steht gar nichts mit diesen, mit hier, wo du irgendwo was gelesen hast. Ich sehe nur einen schwarzen Launcher mit lauter leeren Fenstern und rechts unten habe ich Spiel ist offline. Na, guck ja, mal oben rechts, da steht das ein kleiner roter Pfeil, daneben steht offline. Wenn du da raufklickst, kommt Serverstatus, dann kommt die Meldung. Achso, hier. Identity will be before bla, restart smart. Warte, warum lachst du? Kannst du nochmal vorlesen, Cody? Das klingt genauso wie die Übersetzung beim Pool. Weil Identified will be performed in emergency restart of smite. Game back Shoriti. So steht's da, Mann. Was soll ich da machen? So, warte, automated service have detected a possible problem. Warte, ich muss weiterhin. Detected a possible problem. Ist fast schon spanisch hier. Ja, aber schuld daran ist die Übersetzung von Pool Nation. Wer das übersetzt hat bei dem Spiel. Warte, hier steht noch ein Stück. With Smite PC we are investigation. Investigating. So, haben wir es. Was ist FBI da oder was? Ja, my Investigation. Andromeda Galaxy. we are investigating. Das ist, also, genau. Wir sollen irgendwas investigating machen. Sollen wir. Wir in Sektor 001. Sag mal, die werden doch hier nicht die X-Akten neu starten? Ich weiß ja auch nicht. Also, we are investigating. Die werden wahrscheinlich neu mischen. Die machen also erstmal investigating gerade hier. Na gut, bei mir ist der Kühlschrank voller Buttermilch. Was ist mit Klenko los? Klenko, auf welchem Planeten bist du denn gerade da mal? Oh, nee. Ey, wir nehmen gerade auf, das ist total peinlich schon wieder. Aber ist nicht meine Schuld diesmal. Nee. Soll ich nochmal den Launcher? Ich starte mal den Launcher nochmal neu. Vielleicht steht ja dann ein anderer toller Text zum Lesen. Ja, ich sollte öfters Englischtexte vorlesen, oder? Bei mir ist noch halt offline. Scheiße. Oh. Schade, dass du keine Zeitangabe so dazu schreiben, irgendwie so. Das klappt ja schon bei Windows nicht. Wenn Windows sagt, noch 10 Sekunden, dann kannst du 15 rechnen. Da drunter, weiter unten steht, Past Incidents. Completed the Scheduled Maintenance for Paladins. Siehst du? Paladins kommen wir jetzt. In Xbox has been completed. Ach, was haben die mit dem Ben immer? Tactics ist auch neu, genau. Hast Ben komplettet? Also die hat irgendwas, der Ben hat es auf jeden Fall komplett auf seiner Xbox. Ja, das ist Paladins ist so ein Ballerspiel, so kostenlos. Das mit rumrennen und weg. Ja, das hast du mir, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist sowas wie Overwatch. Hier, will be updating Paladins on Xbox. Na, also siehst du. Der hat eine Xbox. Warte mal, hier, jetzt geht's los, glaube ich. Was, jetzt schon? Wir wollten doch gerade noch warten, Mensch. Das geht aber schnell hier. So, gehen wir wieder rein. Na, das haben wir noch auf eine Backe runtergesessen, sag ich doch. Tatsache, es ist ja. Juhu, und rein. Na, der Dinger schnell. Müssen wir nur noch gucken, ob es geht. Das geht. Hoffentlich sind jetzt nicht alle Spieler nach Hause, ja. Ich dachte gerade, es kommt die Musik. Den, 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 den. Ich hatte mal geguckt im Forum, die haben letztes Jahr so einen Bannhammer ausgerollt. Da haben sie wieder einige Accounts gesperrt, weil sie halt Bots benutzen und so. Wo haben sie einen Banner ausgerollt? Was, wo haben sie einen Hammer rausgeholt? Wo haben sie einen Hammer? Was, wo, was gebannt? Na, hier bei Hi-Rez Studios, bei den Spielen von Smite. Oh, wir haben gerade schöne Musik. Schnappadi, schnappadu, schnappadi. Hast du schon Einladung geschickt, irgendwas? Jo, kommt. Ich hab ja noch ein Ausrufezeichen. Sag mal, Trainingsquest, was ist denn das? Soll ich da was machen? Nee, oder? Nö. Lass mal erstmal annehmen. Kriegst du keine Punkte für? Kriegst du keine Kekse für, na dann. So, ich hab glaube ich angenommen, oder? Keller hat's einen haben.
Jo, hast du angenommen? Ich hab angenommen jetzt. Okay. Jo, alle da. Gut. Fuck mal lange. Ich werde weg. Go, go! Warte mal, ich muss hier noch umschalten, das Spiel. Auf Spielemodus wieder. So. Da, 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 da. Ach, das ist der große hier, guck mal. Der Moonboard hat ja gerade was Großes. Da neben dieser Widerhaken. Den meinte ich letztens. Ach so. Hypno-Fans sagen mal allen neuen hier ein herzliches Hallo und willkommen. Diesen pinken Haken da meinst du? Hm? Keine Ahnung, was steht denn da, wenn man die Maus drüber hält? Schau mal her. Also, was dieser Haken bedeutet? Ja. Dass man Twitch-Partner ist. Oh, wie Partner? Du meinst Affiliate oder sowas? Also der Bot ist quasi Partner. Kann. Ja, genau. Und jeder, bei dem man subscriben kann, der kann das einschalten, dass er diesen Haken hat. Ach so, und der Bot, weil der ja von überall genutzt wird und den ja jeder nutzt und kennt, deswegen hat der den Verified-Badge bekommen. Man kann mich aber nicht subscriben, oder? Ja, auch sicher kann man Moonbot auch subscriben. Das bekommen alle Twitch-Partner. Wie jetzt? Ich bin ja kein Twitch-Partner. Nee, dein Bot. Nee, du hast ja den Haken nicht. Weil du hast deinen Bot nicht umbenannt. Ich habe meinen Bot ja umbenannt. Meiner heißt der Trailer-Bot. Deswegen hat er den Haken nicht. Jetzt verstehe ich das erstmal. Ich verstehe es immer noch nicht. Erklär mal, was. Na, dein Bot, du hast den Bot ja verlinkt als. Dein Bot hat ja hier bei Twitch selber auch einen Account. Ja, der Bot ist ein Partner geworden, oder was? Und der Bot selbst ist ja überall in aller Munde und bekannt. Ja. Und wird ja auch supported. Und deswegen hat dieser Bot diesen Badge bekommen. Und da du deinen Bot nicht umbenannt hast, sondern einfach Hubert gelassen hast, und ich habe meinen ja umbenannt als ein Trailerbot. Und deswegen kriegt meiner wahrscheinlich diesen Haken nicht. Also ist der MOBA praktisch ein Partner geworden, oder wie? Jetzt hat irgendwer nicht angenommen, ich schätze mal Cosi. Na, weil der MOBA halt. Warte, was hast du angenommen, Venus? Ich mach einfach nochmal. Okay. Weil der MOBA halt der MOBA ist. Deswegen. Die nimmt das mir die Worte aus dem Mund, schrecklich. Was meint er jetzt? Klecko redet auch wieder. Er meint mich, weil ich gesagt habe, dass nur Partner bekommen diesen Haken. Ja. Ich bin ja kein Partner, aber der genau. Mobot ist ein Partner. Ja, ja. Genau, Klecko, danke. Partner, den kann man subscriben. Der Mobot ist nämlich offiziell von Twitch und du hast deinen nicht umbenannt, deswegen hat er den Haken. Und da mein Bot ja nicht Mobot halt so heißt. Sag lieber, der Mobot ist jetzt auch ein Partner, deswegen hat er diesen Zeichen da. Ja. Genau. Klingt Mobot besser so. Ja. Und ich habe auch den Bot, was ich habe meinen umbenannt, einen Trailer-Bot, deswegen kriegt er den Haken nicht. Das habe ich verstanden. Ich lasse meinen so, damit es sieht aus, als ob ich Partner wäre. Ja. Zumindest der Mobot. Ja, genauso wie der Nightbot. Der Nightbot hat es ja auch. Ja, bestimmt. Ja. Ich denke mal, alle großen Bots sind wahrscheinlich so. Ja. Ja. Und activated! Jetzt geht's los in die Schlacht! So, jetzt muss ich Concentration machen kurz. Guck mal nochmal. Guck mal nochmal schnell. Ah ja, den Paladin hatten wir schon mal gespielt, okay. Dann haben wir den Yasuo neu. Der Yasuo ist neu. Der nennt sich hier Ravana. Dann haben wir noch den hier. Ich hab mal den. Ja, mach mal schneller jetzt hier, Mann. Oh, ein roter asiatischer Springteufel-Bösling oder sowas. Was haben wir noch? Dann haben wir Trailer Schamba Vogeleule da. Und dann haben wir hier. Ich guck mal wegen der. Oh ja. Ach, die! Oh, ja. Ja, jetzt kann ich mich an die erinnern. Die habe ich gleich bei meinem Tutorial gespielt. Das ist die Tutorial. Düdel-Düdel? Wie jetzt Düdel-Düdel? Na, Düdel-Düdel. Düdel-Düdel. So, Düdel-Düdel. So, und dann, Oh, hier. Oh, der Löwenhäuptling ist auch nicht schlecht. Ja, so sieht aus wie Fußaufsteher. Wir haben tolle. Mit dem Schild habe ich schon mal gespielt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Frau da einreiten. Ich meine, damit der spielen da also. Ich meine, da mit der Frau spielen halt da. Steht da nicht. Was macht denn die Olle mit den Flügeln da hinten? Hammer. Venus, die geht da voll ab. Ja, ja. Macht hier fett Head. Da hier mit dem Kopf wackeln. Headbang. Genau, danke. Echt, hat es gemacht? Habe ich nicht gesehen, schade. Jetzt so. Ja. Wer spielt denn die? Wer ist denn das mit der Flügeltante? Wer ist denn die Frau? Das bin ich. Ah, Venus. Oh, wir haben den Tank mit dabei. Das ist gut. Wir haben den Eistank mit dabei. Und eine Peitschentante. Oh, ja. Eine schwänzlige Peitschentante. Die haut doch meine Robe. Oh, guck mal, ey, das ist neu hier, oder? Mit diesen Bildern hier, oder? War das schon gewesen? Das war schon immer. Die waren schon. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Die sieht aber irgendwie jetzt anders aus, oder? Sieht jetzt anders aus. Nee. Du kannst hier im Prinzip, wenn du lange genug spielst, so eine Rahmenfalten, die du
und sich die Karte legen. Nicht herauszustellen aus einem anderen normalen. Ja. So wie Venus es vormacht. Wo seid ihr? So. Sieg wird wieder in der Mitte gehen. Ich gehe links. Gehst du links? Jo. Nee, lass mal rechts gehen. Ich geh mal rechts. Venus, schaffst du mit alleine? Ich will auch mal, ich geh mal links, ich will mal rechts. Ich hab's ja noch nie gespielt. Okay, wenn nicht, Venus, dann schreist du, dann komm ich schnell rüber. Jo. Mal gucken, wie stark ist Lex. Mal sehen. Wenn du nicht spurst, kommt Blitz von hinten. Echt jetzt? Möchte Blitze? Weil wir wollen ja auch mal für die Zuschauer mal rechts genießen. Hier ist nämlich ein schöner Dings hier, sag schon, ein schöner Wasserfall ist hier. Dann bist du jetzt Zeus, stimmt's? Mhm. Mal, guck mal, ich wackel ganz schön mit meinem Hinterchen, wackel ich schön. Aber dann biegen sich direkt meine Blitze hier. Außerdem können wir mal den Berg dahin sehen. Guck mal, den Berg dahin, das sieht richtig geil aus. Der Vulkan, der sieht einfach nur fett aus. Der Vulkan, ja. Das haben die wirklich. Und siehst du diese Wolken, wie die sich bewegen so? Das finde ich auch mal geil bei so einem Spiel, dass die. Ach, guck mal, sieh jetzt hier, was ist mit ihr los? Die baggert mich schon wieder an. Warum guck mal, mich baggern andauernd die Frauen hier alle an neuerdings hier. Mensch, Männchen. Außerdem sind wir gerade in die Mitte. Ach nee, ich wollte gerade sagen, sind wir. Aber guck mal, warte mal, vielleicht sehen wir sogar den Drachen. Ah, jetzt leckt's. Was? Der Drache ist gerade vorhin bei mir rumgeflogen. Och mal, der fliegt immer bei Venus rum, der Drache. Wo sind eigentlich die Gegner? Da kommen sie. Achtung, jetzt wird ernst. Mann, du machst ja ganz schön Stress da schon. So, ich muss jetzt erstmal überlegen, wie wir das machen hier. Au, au, au. Komm zurück, wo sie kommt. Oh, guck mal, ich bin ein Geist. Hä? Ich war ein Geist. Komm zurück, ich bin ja gar nicht weggegangen. Ein Geist, der in die Ecke. Ne? Ja. Aber mit dem Lavastrom sieht echt geil, haben sie echt. Und es leckt hier. Au, 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 au. Oh, guck mal, der Lavastrom. Ich muss mir mal den Lavastrom hier angucken. First Blood. First Blood. Oh, wir machen mal so hier. Guck mal hier. Und wie kann ich die jetzt kontrollieren? Wahrscheinlich so, oder? Achso. Rosi, Stück zurück. Stück zurück! Stück zurück! Autsch! Autsch! Das war gut gerade, Rosi. Warte, wieso? Du so richtig schön so, Stück zurück! Autsch! Das sah gut aus. Das war lustig. Ey, meine ist toll, meine Dings gefällt mir. Hier, Natalu meinte schon, ich bin vielleicht so eine Magierklassentyp. Kann sein, dass ich so ein Magierklassentyp bin. Ich habe gerade eine Katze gehört. Da ist gerade irgendwie eine Katze gestorben. Die hat grad, ja, das ist die Olle mit dem Schwänzchen. Die hat gerade so gemacht. Irgendwie so. Achso, dann ist die gerade. Oh, das leckt hier übel. Sag mal, was macht denn mein Schatten? Bis jetzt hat mein Schatten nichts gemacht. Ich glaube, der macht dich einfach nur unsichtbar, dass du dich angegriffen werden kannst. Nee, der ich. Mal sehen. Der war gut gerade, oder? Erwischt. Die kann bestimmt irgendwas machen, wenn ich so als Schatten dastehe. Die Frage ist bloß was und wann und wie und wo und warum. Die sagt schon wieder, what, what, in the next fight. Da schreift der mich an der scheiß rum. Oh. Aber wir machen gut Druck hier, oder? Ja, okay, gut. Klecko sagt, hol sie zurück. Der Mobot ist offiziell von, wenn man umbenennen, ist das ein neues Profil. Den Knall. Der Mobot läuft, deshalb ist der dann nicht so viel schön. Knalli, Left, Peace. Hä? Ich habe gerade irgendein komisches Ablenkungsmanöver gemacht. Aber manchmal leckt es echt übel, muss ich mal sagen. Oh, was denn jetzt? Oh, Cosi ist tot. Ich habe gerade voll die Kiepe bekommen. Was war denn jetzt gerade? Ich habe gerade voll so hau den Lukas voll reinbekommen, so. Gerade so ein richtiger Fernbam bekommen, so. Oh, ich höre mich laufen. Taps, taps. Alter, wieso? Was ist denn hier?
Das macht eigentlich 3. Oh. Oh Mann, geht das. Hab ich mich jetzt verlaufen? Ich komme! The enemy has been slain. Das ist ein kaputtes Haus, sehe ich hier gerade. Von der Lava kaputt gemacht. Ey, da oben ist ein Vogel. Hier sind Vögel hier oben. Guck mal. Hier oben sind Vögel. Geier. Geier sind hier. Die machen sogar... Ob ich die mal erschrecke? Oh. Oh, ihr kämpft ja hier schon. Ach du Scheiße. Na, der Typ da vorne rafft nicht, dass der rüber gehen soll. Oh, der schon. Ja, der links hat sie an Kontrolle. Ja, Doppelkill, oder? Jawohl. Ich hab einen Doppelkill gemacht! Ah, jetzt hat sie für mich mitgekämpft. Level up! Kommt der schon wieder hier. Wusch! Los, Angriff auf den Turm. Nein. Oh, guck mal, das Vieh da oben, das schießt die ganze Zeit. Voll geil. Das sieht voll toll aus. Oh, guck mal, ich hab 3! Boah, ich hatte gerade 3! Voll geil. Zurück, oh nein, der tut mir Aua! Der tut mir Aua! Nein, nein, sitz! Pfötchen! Boah, wie es abgeht, die Katze. Was jetzt? Was hab ich jetzt gerade gemacht? Was hab ich gerade gemacht? Er hat mich gerade benommen gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin gestürbt! Ich gehe jetzt links ein bisschen und helfe da. Wir müssen mal sehen, wie man dieses Lecken minimieren kann. Das ist echt ein geiles Spiel, das macht richtig Spaß. Ich finde, das Smite macht richtig Spaß. Das macht doch richtig Bock, also. Ja, aber auch die Champions sind cool, so mit dem Verlieren und Gewinnen und ihre ganzen Sachen, die sie so machen. Der Dicke, ne? Mit dem Schwein? Ja, der Dicke. Aber der Eismann ist auch cool. Die sind alle irgendwie cool. Ja. Oh, ist lecker, ja. Level up! Autsch, autsch, autsch. Glück gehabt. Ah, ich muss zurück. Kosi, bin gleich wieder da. Muss mal schnell meinen Rock raffen. Wie dass du mit Headstone mal anfängst. Headstone. Hearthstone? Das Kartenspiel. Das Kartenspiel! Und hier hast du es! Bump, Slash! Hundebumse! Zack! The enemy has been slayed. The enemy has been slayed, sozusagen. Oh, guck mal. Ich guck mal, was meine. Ich hab, glaube ich, eine Ulti. Gleich mal testen, was meine Ulti machen. Trailer, du hast immer viel diese Fliege, Leute, oder? Wow, du machst ja voll die Blitze hier. Du bist der Blitzemann. Das darf ich jetzt nicht weiter singen, sonst wird's versaut. Ich hab's direkt im Kopf mal weitergedichtet. Ich glaub, du bist. Oh, da ist gerade ein riesen Stein vorbeigefliegt. Hey. Ey, warum geht mein. Oh, ich hab durch die falschen. Jetzt haben wir die aber ganz schön Aua gemacht. Yeah, ich bin. Was mit den Charakteren aus WoW? Nebenher mit dem Chat reden, etc. Ja, könnte sein. Kann man schön quatschen dabei. Quatschi, quatschi machen. Ja, stimmt. Das Kartenspiel, das ist schon... Little Tower. Ist, ja. Was mir damals Spaß gemacht hat, war von Yu-Gi-Oh! Temple of Chaos, oder wie es hieß. Das hat echt Bock gemacht. Das habe ich so gerne gespielt. Meine Tochter hat immer schön zugeguckt. Das fand die richtig toll. Und ich auch. Kenn ich gar nicht.
Ja, das war auf dem. Boah, das ist schon sehr, sehr, sehr alt. Temple of Chaos. War gut gewesen. Es ist wirklich ein primitives Yu-Gi-Oh! Kartenspiel, aber hat Bock gebracht. Ich komme angelaufen. Ich habe einen weiten Weg, weil der Taxistand hat geschlossen. Your left tower is under attack. Sag mal, Leute, ich glaube, wir sollten uns mal auf die Top-Lane konzentrieren, also ganz links, weil da scheinen die. Ja, ich renne die ganze Zeit von der Mitte zur. Ja, ich komme auch gleich rüber. Ich lasse den Gnadi hier gleich einfach mal alleine. Also, wir sollten den Turm hier noch reiten und dann sollten wir mal sehen, dass wir. Dass wir irgendwo anders Stress machen, weil die, ich denke mal, es wird dann hier laufen, oder? Oh, Kusi, zurück. Warte. The enemy has been slain. Ihr habt da mal. Ist die Katze schon wieder gestorben? Die macht immer miau, miau. Ah, den Turm kriegen wir aber noch. Den Turm rocken wir noch. So, jetzt. Kosi, komm. Los, hauen wir ab hier. Ja, ich hab sie schon vertrieben wieder. Gehen wir da mal in der Mitte rüber. Ich geh wieder in meine Mitte. Den Typen da in der Mitte, den machen wir jetzt. Den erschrecken wir jetzt richtig, Kosi, komm. Den erschrecken wir jetzt. Buh, da sind wir gleich. Buh, buh. Wir sind Buh. Achso. Jetzt kriegt er Ärger. Jetzt kommt er nicht mehr. 3 und Busch. Oh, du kriegst den Kill, warum? weil ich ganz viele war. Ja, ich war ja ganz, ganz viele. Ich habe eine gespaltene Persönlichkeit. Sag mal, in der Mitte stehen schon gar keine Türme mehr, oder? Da können wir direkt reiten, da können wir direkt durch. Ach, da ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, da können wir direkt mit der Zimmerflak durchlaufen. Ja. Aber nee, ist nicht. Hier ist noch ein Türmelein. Mach mal mit dem Turm hier. Warum? Ich kümmere mich mal um die Kameraden hier. Jo. Damit wir noch. Achtung, Rückzug. Rückzug. Jawohl, jawohl. Wir brauchen Versalen hier. Was macht er da? Habt ihr gerade. Hey, hast du gerade gesehen, wie der eine gerade getanzt hat? Hast du es gesehen? Jetzt zittert hier. So, jetzt brauchen wir Versalen jetzt. Also, jetzt rennt ihr. Oh, ein Kanonenfutter. Los. Und ruf die auf den Turm. Kriegen wir. Warte mal, ich versuche die anderen abzulenken. Irgendwie scheint sich gar keiner darum zu kümmern, dass wir hier den Turm kaputt machen. Sehr interessant. Hier kommt gar kein jetzt. Die Gegner passen gerade nicht auf. Angriff! Oh, den haben wir zerfetzt. Alright. Weiter. Durch die Mitte. Oh, das kann ich schneller. Pass mal auf. Lass mir den Kakennen auswählen. Also ich persönlich finde, dass Hearthstone und Players Battleground zurzeit die besten Spiele sind. Von Spaßfaktor her und Durchhaltevermögen. Echt? Wie heißt der Battlegrounds? Battlegrounds ist ja mit Krieg der Sterne und so weiter. Und das andere, diese Players Dingsbums da, das. Oh! Hat den mit rotem Teppich ausgerollt. Die alte Rollteppich-Tante da. So, hier. Bam, boom, basch. Das hat geholfen, aber nicht wirklich. Warte mal, ich muss 2 drücken. Ich muss drücken, Z. Kursi, komm mal mit zurück. Drück mal auf B. B? Ja, dann packen wir das nicht. Ich wird zu fett. Du hast doch auch schon wieder ordentlich Kohle gekriegt, ne? Das war mal neue Items holen. Items! Weil du ja immer aufgewertet wirst, denn. Genau. Jetzt haben wir aufgerüstet. Jetzt können wir richtig los Gas geben hier. Los, Kursi! Durch die Mitte? Durch die Mitte. Durch die Mitte! Was macht Venus? Venus, wo bist du? Ich bin links herüben. Push sie links durch, ja? Jo. Venus geht's gut. So wie es aussieht. Ja, Ping ist auch da. Guck mal, jetzt stehen Vasen rum. Hier können wir mal ein Stückchen Wasser trinken, wenn du Durst hast. Okay. Aber du hast echt einen Blitz. Du hast echt einen Blitz in der Hand. Das ist unglaublich. So, da vorne steht ein Opfer. Da vorne ist ein Opfer. Oh, der kriegt jetzt richtig auf die Mütze, pass mal auf. Na los, den knallen wir alles rein da. Bam! Pow! Den haben wir aber voll weggemetert. Trampage! Ja Mann, mein Schild. Nein, das UPBG ist ein PvP-Game von H1Z1. Immer diese Abkürzung. Ja, genau. Na, dieses H1Z1, das habe ich schon öfters bei meinen Steam-Leuten gesehen. Das spielen welche bei meinen Steam-Leuten hier. Ja. Das habe ich schon gesehen. Das spielen einige Leute anscheinend.
Makosi, mach mal ihr Phönix und dann gehen wir links rüber. Das heißt, um Venus, dass die Ideen für den Platz kriegen. Boah, und Ace wieder. Nein, ich bin gestürbt! And the attack! Das Spiel ist schon echt cool, macht echt Spaß hier. Oh, sie schießt durch mich, du? Der ist gerade gefliegt, Junge, der ist gerade geflogen. Guck mal hier, die fliegen ja hier alle. Unser heute auch hier. Bin ja schon wieder da, ne? Phönix ist weg. Wo bleib ich denn? Ach so, in 2 Sekunden komme ich wieder. Achtung, ich komme! Ich gehe mal über, ich komme über rechts rein, weil rechts ist irgendwie gerade Bedrängnis und so. Kosi kommt. Kosi kommt. Nee, ich muss erstmal rechts steffen. Ich muss, da ist ein Champion. Ja, ja, ich helfe mit. Achso, du bist schon. Na los, den kriegen wir noch. Unstoppelball hat er gesagt. Oh, das hat er mich aber sowas von jetzt gekühlt. Wir kommen über die über Dings kommen, über die Botland sozusagen. Da mal wie ich hüpfe. Usch. Oh, die haben wir richtig. Ah, gut, bitte lass die Pizza gut schmecken. Im Gegensatz zu dem Armor, den ich mal hatte, der hat auch so nur so eine Herzpfeile. Lass dir die Pizza schmecken. Hoffen wir, dass sie gut schmeckt. Hau rein. Boah, die Welle war gerade gut, die ich gemacht habe. Oh, wir sind angekommen. Wir sind beim Vogel angekommen. Jetzt heißt es. Jetzt kommen sie, aber nur drei. Na, da kommt. Ah, Verstärkung. Große Verstärkung. Okay, Reiner, activated! Activated in the Vollprogramm! Komm durch die Mitte. Last enemy! Aber ich kann hier irgendwie mehrere Sachen machen. Ich dachte, jetzt krieg ich auch mal. 4. Jetzt funktioniert 4 gerade nicht. Na. No. Vorsicht zurück. Aua! Autsch! Fall auf den Buckel gebrannt! Boah, die Welle war gut. Weiter geht's! Bin da hier oben. Bam! Klingeling! Touchdown! Okay, Mitte, oder? Mitte! Mitte! Schlacht in der Mitte! Schlacht um Mittelerde! Autsch! Das ging ganz schnell. Muss mir echt abheben mit meinen, direkt drin zu laufen. Oh, Venus, der war gut. Oh, Kosi, weg. Kosi, renn! Ich fahre! Ich habe gerade Fensterprobleme hier gehabt. Hoffentlich schmeckt sie nicht gut. Oh, Schnuffeline ärgert den Kleckung. 24 Sekunden Krankenschein, Leute. Aber es sieht gut aus. Krank sein. Oh, Venus, was machst du da? Ja, ich kann fliegen. Ja, die kann fliegen. Keine Ahnung. Venus kann einen fliegen lassen, ja. Das gefällt mir. Ich kann fliegen. Cool. Ja, Venus kann echt einen fliegen lassen, ja. Was soll's? Wieso kann ich nicht fliegen? So, springt hoch. Du musst halt üben, dass du auch einen fliegen lassen kannst. So, oder? Ich weiß warum. So ist es zu fett. Du bist zu dick, deswegen kannst du keinen fliegen lassen. Das ist zu schwer. Musst ein bisschen mehr Knoblauch essen, dann geht's. Ja. Dann kannst du auch eben fliegen lassen. So, was wollte ich denn sagen? Weiß nicht. Aber wir spielen ja gegen Bots, oder? Das sind Bots, ja. Warum spielen wir nicht gegen richtige? Weil ich eingewöhnt, dachte ich mir, Bots. Aber wir haben ja ewig immer gesucht und haben nie irgendwie Gegenspieler gefunden. Doch, hat man doch schon Gegenspieler. Boah, eine ganze Armee durch die Mitte hier. Eine ganze Armee durch die Mitte, Leute. Seid alle da? Wo seid ihr alle?
Ihr seid irgendwie alle verhindert. Wo seid ihr denn alle? Ich komme euch mal helfen da hinten. Alter, okay, jetzt kommt er. Oh, ich komme von der Seite. Ich wollte gerade sagen, den hätte ich auch noch gekriegt. Okay, ach, hier ist auch noch ein Vogel. Na gut, machen wir noch den. Rupfen wir den Hahn noch hier. Angriffsattacke! Jetzt gibt's Frikassee. Rauf auf den Turm! Rupf den, rupf das Huhn die Federn so, oder so. Hier so freie Bahn. Prinzip können wir schon zugucken. Bam! Alles aktivieren! Gewitter! Toll. Boah. Aber wir können ja auch, guck mal, der fällt da. Da fällt er hin! Wo sie jetzt auch auf deine Endsequenz, deinen Typen, was er da macht, weil er gewonnen hat. Ja, genau, müssen wir aufpassen. Achtung, Sieg! Was macht meiner eigentlich? Ich muss mal aufpassen hier. Guck, was er macht. Michael. Ach du Scheiße, hier los. Cool. Bei mir ist ein tolles Lied und da tanzt ein Küken mit. Oh mein Gott. meiner guckt sich im Spiegel an, Herr. Ach du Scheiße, meine zieht ja voll die Show ab. Oh, was ist mit dir los? Ich tanze zum Metal. Okay. Und da ist ein Küken, das tanzt mit. Ein musst kleines du aufnehmen. Küken. Musst du aufnehmen, musst du hochladen. Meine zieht ja voll die Show ab. Sag mal, ich will mal gucken, was die da macht. Ach du Scheiße. Oh, jetzt ist das Küken weg. Kommt das denn oh. Meine zieht ja voll die Show ab hier. Oh, hier zieht die Energie und dann haut sie nur eine Zirke. Meine ist ein Vogel. Ein Rabe, die oh, ja. Rabenfrau. Das ist das Küken wieder da. Oh mein Gott. Wow. Die zieht ja, der Beste war immer auch der Dicke, wa, Kosi? Nee. Nee, da waren noch ein, zwei, die auch ganz lustig waren irgendwie. Oh, ist die Schlange, die kann sich hinter dem Speer verstecken. Und dann löst er sich in 1000 Federn auf irgendwie so. Ja. Cool. Klitsch. Taugst ihm die Seele aus dem Leib. Ja. Habt ihr alles gesehen, ja? Oh ja. Okay, dann können wir. So, wollen wir ein Dings machen mit richtigen. Versucht doch mal mit richtigen Leuten gehen. Na, dann versuchen wir's. Sonst ist ja. Ja, wie eben. Bei Bots ist ja eigentlich zu leicht, oder? Jo. Mhm. Na, dann gucken wir mal. Was machen wir denn jetzt mit richtigen Leuten? Na, Eroberung. Die gleiche Karte. Was gibt da noch andere Karten? Warum gerade die Karten? Warum hast du die genommen? Na, weil die am einfachsten ist. Wie am einfachsten? Warte. Scharmützel, drei Spieler. Ja, drei Spieler passt da. Eine Karte, eine Lane und ein Dschungel. Na denn? Ey, hier hat man auch so eine ganzen Anzeigen. Wenn du auf diese Kristalle in der Mitte klickst hier, dann hast du diese ganzen Anzeigen wie bei LOL. Ja. Cool. Bloß, dass du hier alles auf einem Bild drauf hast. Also hier siehst du zum Beispiel die Anzeige, hast du hier alle komplett drauf. Bei LOL musst du mal mit dem Schieberegler hin und her schieben. Hier nicht. Vielleicht machen sie es beim neuen Client dann bei LOL dann besser oder so. Oh, Venus, hast du aber abgeräumt, ey. 1000 Punkte über mir. Cool. Geht schon los? Naja, such noch. Weil ich höre schon Gelächter und sowas alles. Was ist denn hier los? Hä? Hä? Er hat gerade irgendwas gelacht. Er hat irgendwas gelacht, keine Ahnung. Okay, Kosi. Vielleicht hier diese. Soll ich anrufen oder? Nee, hier vielleicht diese Frau hier vielleicht. Ja. Ja, das kann sein natürlich, dass die da irgendwas von sich gibt. Ja, die war das gewesen. Die macht diese. Die lacht so komisch. Ah, okay. Ja, Quelle von. Und du hast Eroberung leicht gemacht. Warum machst du nicht Eroberung schwer oder so? Cozy. Ja? Na, Eroberung leicht? Na, vorhin? Achso, naja, zum Reinkommen. Ja, hatte ich doch gesagt, zum Reinkommen erstmal hier. Der hat da schon eine Weile nicht mehr gespielt. Aber jetzt haben wir ja wieder Eroberung leicht. Nee. Du bist doch in dem Dings drin. Ja, wenn du da rausgehst, dann siehst du, wo wir jetzt drin sind. Wo muss ich denn hin? Heiler Moon hat die Warteschlange verlassen. Warum? Na, ich dachte, ich sollte rausgehen. Nein, ja, du bist doch in dem Endbildschirm. Klick mal oben auf das Smite. Dann bist du wieder auf der Hauptseite.
Bin ich ja. Wenn ich jetzt starte, die Gruppensuche, dann ändert sich die Hauptseite in den Ladebalken, in den Zeitladebalken. Und da, wo die Zeit abläuft, klickst du drauf. Und dann siehst du Scharmützel, 3 gegen 3. Ah. Und jetzt dauert es einfach nur ein bisschen. Schlamünzel! Das Schlamünzel? Schlamünzel! Was ist denn mit hier Angriffsmodus? Und dann haben wir noch Konflikt, haben wir noch. Dass man sich. Na, Konflikt, da kannst du keinen Helden auswählen, da kommt dir zufällig ein. Achso, wie sieht's denn aus mit. Abenteuer hier zum Beispiel? Was ist Abenteuer? Guck mal, das ist eine Rennbahn. Hier ist eine Rennbahn. Ach, das ist. Ja, ach, das stimmt, das ist ja neu. Das ist sowas wie mal Mario Kart. Wollen wir uns das mal angucken? Komm, ja, mach hier Rennbahn. Und was ist deine. Das ist sowas wie Super Mario Kart. Die Steuerung wird, glaube ich, nochmal eingeblendet, Kursi. Und das ist wie. Da kann man nur gewisse Champions spielen, okay, gut. Ja. Einfach wie Super Mario, Autofahren, erster Rad. Und die Waffen benutzen mit der linken Maustaste dann. Oh Gott. Rosi, jetzt überfordern wir dich, glaube ich, gleich. Nein, nicht sowas machen. Hey, du hast das verdient. Ich bin schon überfordert, ich nehme die Frau hier. Ich bin schon überfordert. Ja. Nur festlegen. Also eine Bodenwelle und die sind nicht mehr. Und ganz links haben wir den Gnar von Null hier. Guck mal, ganz links ist der Gnar von Null zu sehen. Geh mal noch festlegen, Kursi. Festlegen, jawohl! Du Venus, wenn Kursi eine Bodenwelle mit dem Sitz ist, der Boink. Hey. Das sind aber ein paar Hupen, meine Güte. Nein, das sind schöne. Oh, jetzt hier. Hier, genau, Born, Steuerung. WASD. Warte, eine Tab-Taste müssen wir auch noch drücken. Ach, nö, Tab. Scheiße, Drift auch noch. Einfach nur WASD. Das Schwierige ist die Tab-Taste. Und eine Waffe einsetzen, wenn du sie einsammelst mit linker Maus. Horn? Was für ein Horn? Na, die Hupe. Okay. Wieso hupt man? Ach, du Scheiße. Das ist so geil. Ach, du Kacke. Rennen. Yeah. Ja, die. Oh, ich muss mal gucken, was meine Taste. Wie kommt man das so? Hui, Beschleunigung! Oh, das ist eine Lavabombe. Kann ich schießen eigentlich? Ja, mit linker Maustaste. Oh nein, hier ist Lava, aua. Au, ja, das tut weh. Aua. Oh, tja, tja. Spielen wir hier mit richtigen Leuten? Ja. Ja, das ist jetzt gegen richtige Leute. Turbo, oh nein, ich bin vorbeigeboostet. Die haben ja echt einen Schildkrötenpanzer eingebaut. Oh, hier ist ein Riese, hier steht ein Riese. Und ich habe ein rosa Auto, wollte ich mal sagen. Oh, durch den Tunnel, ja, durch den Tunnel. Ja. Beschleunigung. Hui, Beschleunigung, Rakete. Oh, ich bin ins Feuer gefahren, ich Idiot. Ach stimmt, ich vergesse den Turbo immer. Minus, ich hab dich! Tschüss, Minus! Oh nein! Oh, tschüss! Tschüss, Minus! Wiedersehen! Wir sehen uns Weihnachten wieder! Was ist jetzt passiert? Ja, ich hab grad voll die Bremse gezogen. Jetzt Turbo-Booster. Flamme da. Ja, Turbo-Boost. Double Turbo-Boost. Ober-Boost. Boost. So, jetzt. Ja, ach, ja. Und jetzt kommt. Wow. Gefällt mir, das ist witzig, oder? Das ist doch witzig. Du bist gegen die Wand gefahren? Ja. Also ich finde die Karte, sie haben sie auch schön gemacht, sieht schön aus. Achtung, Niki Lauda kommt! Nein, Venus habe ich überholt. Na warte, ich komm zurück. I'll be back! Letzte Runde.
Venus fährt mir davon. Ich muss Venus einholen. Jetzt komme ich, Venus! Ich hole dich ein! Du wirst jetzt gleich keine Ahnung was. Oh nein! Oder auch oh nein! Es ist voll schwierig hier irgendwie was. Aber die Tab-Taste braucht man nicht unbedingt, oder? Nee. Soll ich auch mal so meinen. Autsch! Hab mir gerade die Puschel angebrannt! Ich glaube, ich sollte öfters mal auf meine Tasten drücken. Ja, hier zum Beispiel. Husting! Verhusting! Oh, jetzt komm ich! Oh, siebter. Platz 8. Boom, voll gegen die Wand. Voll gegen die Wand. Das war anstrengend. Wo bin ich denn? Aber noch? Cool. Den letzten Platz. Mach normal, Kosi? Komm, wir machen ja, mal. Ja, normal, oder? Ging schon. Das ist ja witzig irgendwie mit dem Autofahren. Jetzt. Ja, das war doch witzig! Guck mal hier, nein, die geht schon wieder ab hier. Mach beinahe jetzt hier mit dem. Guck mal hier, er geht wieder, Leute, guck mal hier, er wieder. Guck mal hier, ja. Also da ist er wieder, cool. Da ist er wieder. Hier, guck mal hier. Ach süß. Hier so, guck so. Oh. Bin gleich wieder da. Und er kommt mit dem Baum wieder. Das ist geil. Ja. Also, aber, oh. Die ist aber... Kick da jetzt mein Herz weg, schön. Ja, komm gleich wieder. Mann, oh Mann, die ist wirklich... Mit meinem Baum. Warum? Du musst die... So, oh. Oh, guck mal, ich schieße das Ding weg. Soll ich irgendwas machen? Weil hier steht, du musst Rennrummelpaket freischalten, bevor du Rennpunkte verdienen kannst. Achso. Ja, wir können halt keine Rennpunkte verdienen. Nee, kann man nicht machen. Oh, halb so schlimm. Mann, die ist aber auch ein heißes Ding, Mensch. Junge, Junge, Junge. So. Hast du schon wieder neu gestartet? Ja. Yep. Okay. Ja, siehst du, das ist das Tolle bei diesem Spiel ja. Das ist so viele lustige Champ-Sachen, was die so machen, wenn sie verlieren oder gewinnen oder so. Das ist so geil, ja. Deswegen finde ich Smite so schön. Auch wie gesagt, vor allen Dingen, es hat halt mal so was Erfrischendes, so was Neues so. Also, hallo. Außerdem baggert die mich gerade an, sehe ich gerade. Die hat mir zugewunken. Und sagt so, geh weg, sprich mit meiner Hand. Er ist der Schuster, ey. Gibt's den eigentlich auch als Champion-Figur oder ist der immer nur so ein Diener oder sowas? Der ist ja schon öfters mal aufgetaucht, oder? Den hatte ich schon mal irgendwo mit. Den hatte ich schon zweimal gehabt oder so. Ja, den hat man natürlich. Der ist aber kein persönlicher Champion, oder? Den gibt's nur als Diener irgendwo, oder? Nee, da gibt's nicht das Champion. Okay. Das Herz sieht schön aus, was er mal. Das ist ein richtig dickes, fettes Herz, was er ihr da schenken will. Achso, wir wollen jetzt nochmal Mario. Gab es zwei verschiedene Mario Kart-Dinger? Nee, ne? Nö. Warte mal, ich guck mal hier schon mal rein. Also, wir hätten dann noch Angriffsmodus. Konflikt. Bei welchen Sachen wollten wir denn nicht mehr spielen, wo wir uns nicht aussuchen konnten, unsere Champions? Ja, den Angriffsmodus. Und was war mit Konflikt? Kommt mir nicht bekannt vor, Konflikt. Weil ich sehe Pyramiden. Ach, kennst du auch. Das ist 5x5 mit zwei Lanes. Und ein Lager in der Mitte, genau. Aber das ist eine kleinere Karte von Eroberung. Haben wir das schon mal gespielt? Ja. Kann mich nicht dran erinnern. Aber wir können gerne mal da noch mal anmelden. Was willst du da noch machen? Wir können gerne da noch mal anmelden, wenn du willst. Ach, die Musik läuft da hier noch. Ach du Scheiße. Ich dachte, ich hatte die Musik ausgemacht. Und läuft gerade die Champion-Meisterschaftsmusik im Hintergrund. Mach manchmal. So, mach mal die Musik hier aus und dann nochmal bumm, so machen wir Ding so. Komm nicht rein, oder? Ja. Aber eben so. Bis drei, vier Minuten, wenn nicht, dann geht es. Aber eben sind wir noch reingekommen bei diesem Mario Kart-Ding. Ja, na, jetzt nicht. Wahrscheinlich wollten die jetzt mitgespielt haben, bloß nur irgendwas eh mal spielen, dann sind sie nicht mehr da. Ah, jetzt.
Jetzt geht's los! Jetzt geht's los. Oh, ich nehme mal jetzt einen ganz anderen. Ich nehme mal jetzt hier. Hört doch mal auf jetzt hier. Was denn? Nimm mal den Wolf hier. Den Wolf hatte ich noch gar. Oh, hat der eine Stimme. Dann habe ich diesmal schnell zugeschlagen. Ich habe diesmal so einen richtigen Imba-Typ mir. Ich habe gerade überall hingeklickt und da war der immer schon weg. Oh, was für ein. Junge, er hat einen Kreuzer. Oh, wenn der sauer wird. So, festlegen bitte. Jawohl! Festlegen? Jawohl, Sir! So. Oh, hier. Alter, was ist der denn da an? Wer, meiner? Ja. Ah ja, der ist doch richtig immer. Der Junge ist immer. Jetzt geht's los. Drift around a connector. Ich hab, glaube ich, nie die Space-Taste benutzt. Das heißt, ich muss mal üben. Ich auch nicht. Ich muss mal ich üben. Auch nicht, glaube ich. Damit kannst du besser driften um die Kurven, aber das ist wahrscheinlich erstmal eine Übungsfrage. Aber wenn du geil driften kannst. Oh. Ist das eine andere Map? Das ist ja eine andere Map hier. Ja. Gummiente. Da ist eine Gummiente gewesen. Und das sind Wikinger-Schiffe. Wir fahren jetzt auf dieser. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Was denn jetzt? Meiner ist umgekippt mit seinem Auto gerade. Bei meinem hängt der Schwanz hinten runter. Ich geh kaputt. Ah, jetzt. Oh, wer rammt mich hier? Frech. Ein sogenannter Rambock. Ja. Ach, das ist der Zuckersatz, da dürfte nicht überfahren. Ah, besser driften können. Au. Turbo! Super Hoshi-Boshi! Oh, schade. Oh. Ey, wir fahren ja gerade lang, wo wir. Ein Stein kommt da! Und der Bumser! Nein! Und Bumser-Dingse und los! Oh, was war das? Ja, Vollbremse. Guck mal, hier läuft ein Cyborg an der Seite. Und da war gerade eine nackte Frau. Da war eine Frau gerade am Rand. Die hat mir zugewunken. Die wollte auf mein kleines Auto mitfahren. Ich habe gerade gedriftet. Das ist eine Krabbe! Und Probo! Ja, es läuft! Jetzt, zack, nochmal! Oh, und noch eine Krabbe! Und jetzt, Drift King! Ah, oh, scheiße, voll lauter Drift. Und, Turbo! Drift King! Scheiße, daneben! Weiter! Oh, du Kartenstein. Ich komme! Drift King! Oh, nein! Oh, Drift King! Oh! Mann, ich. Oh nee, oh, das ist ein Stein. Danke, Gott sei Dank habe ich den nicht getrifft. Aber ich krieg ein bisschen Drifting hin hier. Und jetzt. Boah, immer wenn ich da. Da hat gerade was gehupt oder so. Und zack. Und ja! Jetzt. Oh Mann, ich werde noch ein Pro hier. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Ohne Venus. Ohne Venus, da kommt sie. Vorbei geschossen. Ah, daneben! Krabbe, danke! Was macht die Krabbe eigentlich? Ich verlangsame gleich. Ach so, ich dachte schneller machen oder sowas. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich eine Krabbe treffe, muss ich wieder singen. Was wohnt denn einer an das ganze tief unter dem Meer? Schwab! Oh, ich bin komplett stehen geblieben. Übrigens rollen da gerade, könnt ihr oben auf der Karte sehen, wie die unsere Köpfe da rollen? Patrick als Spongebob, die Schmecker lecker sind der Lande. Boah, jetzt voll Drift gegen Turbo gerade. Oh. Mann, immer wenn ich einen betäube, dann ramm ich den. Oh, schade. Nicht. Ah. Turbo! Puh, Venus. Das Venus. Oh, hallo, Mann. Mist. Mom, ich bin immer letzter. Wo sind ihr denn alle? Wartet mal, Mann. Boah, den hat aber richtig Platz gerade. Die letzten werden die besten sein. Boah, die Kurven sind aber echt mörderisch hier. Schießt hier mit irgendwelchen Sachen. Lass mal hupen. Hey, fünfter. Oh, siebter. Mann. Oh, ich bin letzter geworden. Das ist lustig.
Ja, das hat Bock gemacht, oder? So zwischendurch mal. Ja. So als so warm werden für die Tastatur drücken und so, ist doch schön. Können wir ab und zu, wenn wir Smash spielen, sollten wir mal einmal. Warte mal, jetzt geht's hier los wieder. Ja, das gibt's ja nicht immer, das ist jetzt eine Zeit lang, glaube ich. Da, der Diener ist wieder da! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh, mein Wolf, der kotzt gleich. I. Was macht denn der? Ich mach das mal weg hier. Wie krieg ich denn das weg, dieses komische, dass es weggeht? Das geht gar nicht weg. Mein Wolf, der kotzt ein Schwert und ein Schild aus. Scheiße, ich krieg diese komische rechts, krieg ich dieses blöde Freischaltding nicht weg. Das ist doof. Guck mal hier. Ja. Guck mal, der will fliegen oder was? Und der Dicke? Oh, hat den voll getroffen. Ja, er schiebt den gerade mit die Dinger weg. Oh. Jetzt nochmal. Du musst nochmal gucken. Jetzt kommt er nochmal. Das ist ja geil. Dann schiebt er weg. Oh, schön. Das Ding ist gut. Ach. Er brust hier, der Dicker kommt. Ja, ding, ding, ding. Ja, so bum, bum. Gong. Kick, ah, er schiebt dann so weg. Machen wir noch ein Spiel, oder? Dann machen wir Feierabend. Noch ein Spiel. Jo, okay. Was würdest du spielen? Keine Ahnung, was wollt ihr denn spielen? Was hat Venus zum Beispiel los? Venus wird nie gefragt. Vielleicht sollte mal was Venus los sein. Mir ist es egal, ich spiele alles. Wollen wir Arena machen zum Schluss? Na so. Bäschen wir auf Arena alles um. Da kriegen wir auf jeden Fall einen Platz, oder? Schöner Arena-Platz. Da, da, da. Arena! Aber gegen richtige Spieler, ja, wenn es geht. Leute, ja, gegen richtige. Ja. Okay. Alright. 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 Ja. Sammeln uns ganz auf. Stay Bowser Tigers. Arena müssten wir eigentlich was finden, oder? Weil Arena wird ja bestimmt am meisten gespielt. Das ist wahrscheinlich so wie bei Counter-Strike hier die DAS 2. Oder ja, so wie bei LoL wahrscheinlich das Kluft der Beschwörer-Ding. Halt. Die andere wird wahrscheinlich gar nicht so oft gespielt werden. Ja, Counter-Strike hat mir jetzt noch ein bisschen rangehalten. Ja, bist du schon. Hast du schon nichts. Nee, aber noch bin ich nicht Level 3, also. Echt nicht? Muss ich noch ein bisschen. Mensch, ein bisschen, muss das schaffen. Du musst hier Deathmatch spielen, da kommt, wird man ganz schneller kommen. Dann muss man doch. Ich bin ja auch so schnell Level 3 geworden, irgendwie, glaube ich, zumindest. Deathmatch spielen. Oder mach ja Deathmatch spielen oder du spielst das gleich Matchmaking, wenn es geht. Weiß ich gar nicht, ob du das Matchmaking spielen kannst. Oder mach dieses, wie heißt das, diese Gelegenheitsspiel. Da boostest du noch schneller bei den Gelegenheitsspielen. Für dich erstmal. Also Deathmatch und Gelegenheitsspiel. Oh, jetzt geht los. Mal gucken, ob wir hier. Sind immer die gleichen Champions, oder? Sind hier vielleicht jetzt andere? Mal sehen. Auf jeden Fall schöne Champions wieder. Vor allem gibt es wirklich viele, viele schöne Champions hier, finde ich. Smite ist ein schönes Spiel. Jetzt lädt er erstmal. Okay. We are sent runner activated. Susano. Ich nehme Susano. Brauch den Dicken mal wieder nehmen. Soll ich den Dicken nehmen? Mach doch. Meinst du den Dicken? Welchen Dicken meinst du denn? Bei dem du so rumrülpst. Weiß ich nicht. Sag, entscheide dich schnell. Ich habe mich schon festgelegt. Ja, der ist auf jeden Fall übel, der Junge. Der ist der Dicke. Wie der schon wackelt, ey. Und da ganz links haben wir so einen Kasperle. Guck mal hier, der kaspert die ganze. Genau, und dein Dicker, der war auch lustig, dieser Rülpsen. Der war auch lustig gewesen, wenn der verliert oder gewinnt, glaube ich. Jetzt nehme ich ja schon wieder da liegt. Kann nicht mehr. Voll die hoch von ihm. Und ich spiele so eine Art hier. Voodoo oder? Nee, das ist aus dem Film. Ich verrate jetzt aber nicht den Film. Was denn? In dem Film sagt der eine zu dem anderen, das ist alles eine Frage der Reflexe. Da hat jemand den Wolf. Wir hatten den Wolf. Also ist weg, wollte gerade an. Der Wolf ist nicht so dolle gewesen, oder? Ich glaube, der Wolf ist nicht so dolle. Meine hat gerülpst. Ich glaube, wir haben eine starke Truppe hier. Und deiner Albert ganz schön rum da, Trailer. Ja, der hat voll laut gerülpst. Bin so froh, dass der nicht rumfurzt. Susano. Guck mal, da unten haben welche Gold und irgendwas mit 60 EP, 405 EP. Was ach, guck mal, der Gold, der scheint
Das sind bei uns stehen. Der Gold ist sehr tolerant, so wie es aussieht. Wieso? Belona, wieso ist der tolerant hier jetzt? Na, guck dir doch mal sein Fähnchen an. Ach so. Und aber guck mal, bei uns, wir haben gar keine EPs bei uns zu stimmen. Doch. Nee. Der eine ja, bei uns 10, ganz links und ganz rechts, aber wir und du hast 10. Und warum das kommt durch die Spiele, wenn man hier so wie jetzt gegen andere spielt. Du kriegst Punkte, die werden dann wöchentlich zusammengerechnet und kriegst einen Rang. Und dann hast du auch Punkte. Mal los, oder? Wo ist denn hier? Ja. Hep, 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 hep. So, wo war Rülpsen? Rosi, wo bist du? Da. Guck mal, oder trinken ja. Rosi, pass auf. 3, 2, 1. Was macht die denn hier? Noch ein bisschen Action. Wir machen unsere. Wir machen unsere Waffen. Wir testen schon mal unsere Waffen. Hier, die müssen wir uns holen. Pass auf. Ja. Das Play ist. Was war denn jetzt gerade los? Was war denn jetzt? Der Löwe ist gerade durch die Lüfte geflogen. Was war denn jetzt gerade los gewesen? Haben wir den jetzt bekommen oder nicht? Ja, aber bekommen. Mann, der ist irgendwie zu uns. Mann, das ist ja voll die. Das arme Vieh wird ja richtig hingeschlachtet. Oh, super, ey. Wie geil. Ach so, kann ich gar nicht. Oh nein! Oh. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn jetzt? Eieieiei. Lancelot ist da. Lancelot! Und ich bin weg. Aber ich komme wieder. Ich kann lustig springen. Ich springe ja fast wie One Piece mäßig hier so. Ich bin eine Sorbo-Maschine. Zack, wusch, was, zack. Ja, ich habe die beide hochgefliegen. Ja, zick, zick, zack. Todesschwingen, Dingbums. Oh, und Tor. Alter, wo kommt der Meteor her? Ja, das ist irgendeine Ulti. Krasser Scheiß. Was anderes im Stream? Ich muss hier weg. Spielt ihr noch was anderes im Stream? Wie jetzt? Wie meinst du das jetzt? Ich bin schon längst tot, ich kann nicht weg. Oh mein Gott. Wie meinst du, spielt ihr noch was anderes? Nein. Ah, Sackgesicht. Wie sie da war, das ist noch scharfer. Was haben wir? So ein kleiner Scheißer, jetzt ist er da dran. Komm mal her, ihr kleinen Muschelbubuschins. Wo seid ihr? Erstmal rumbrüllen, so. Was hab ich schon gerade gemacht? Ey, das ist immer schön, bei mir leckt so stark und wenn es aufgehört hat, dann leckt mir nicht tot. Oh, ich geh mal links. So, ich geh mal Blinker links raus. Blinker, oh, mein Blinker ist kaputt. Oder später noch andere Spiele. Nee, wir machen jetzt noch dieses Spiel und dann ist Feierabend, damit wir morgen früher anfangen können. Da macht jemand eine Welle, da spielt jemand so eine Art Nami oder sowas. Aua, die haben ja was auf den Tuschel gehauen gerade. Ja! Leute, wir müssen uns Mühe geben. Irgendwie sind wir tierisch am Ablosen hier. Oder? Ja. Nee, warte mal. Wer zuerst seine Punkte weg hat, hat gewonnen, oder? Nee, verloren. Also deswegen, dann müssen wir uns doch Mühe geben. Sag ich doch. Lancelot, wir wollen versuchen, den ganzen Samstag so früh wie möglich anzufangen, dass wir den Livestream am Tage machen und nicht in der Nacht. Ich bin der Sukushnugu! Bin ich gestorben? Hab ich noch. Ich stand hier gerade mit dem anderen Typ, mit dem Pixel, wie er heißt. Der hat auch so ein Schwert mit meiner Keule und das sah einfach nur geil aus, weil er so sieht, die Typen eingekloppt haben. Einfach nur Batz, 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 Batz. Oh. Trainer, du bist gerade so richtig in die Menge gesprungen, oder? So richtig Plumps. Voll den Plumpsack gemacht. Aber die haben einen guten Tank. Der Eismann ist richtig gut, glaube ich. Ja. Der Eismann ist gut, habe ich das Gefühl. Die Ratte spielt sehr gut. Oh,
Au. Erstmal sauber. Oh, scheiße. Was ist denn das? Ja, Mann, es leckt immer und ich weiß immer gar nicht, warum ich so schnell sterbe, weil es leckt immer und wenn es aufgehört hat, so leckt er mich tot. Wieder ein dicker Wegtalker. Hier, pass auf, hier, guck mal. Boing. Ey, der spielt echt gut, der Kollege Schnürschuder, dieser Eismann. Oh, das war aber ein geiler Teil gerade. Das war meine Ulti. Meine sinnlose Ulti, die ich wieder mal schön verschwendet habe. Aber egal, egal. Okay, wir bleiben zusammen. Wir müssen zusammenbleiben. Lass uns zusammenbleiben irgendwie. Wir müssen irgendwie, die kommen immer, die spielen als Gruppe besser wie wir. Ja, wir brauchen bloß denen ihre Minions wegboxen, weil die lassen so komischerweise auch so. Ja, deswegen lass uns mal irgendwie uns auf die Minions konzentrieren so ein bisschen. Lass die da mal ruhig ihren Schnickschnack machen und wir versuchen die Minions reinzubekommen. Oh, oh, scheiß Knopf. Oh, der Typ mit dem Mega, mit seinem Fett, der ist jetzt. Ich hab schon wieder keinen Mana. Ich fühl mich gerade so ein bisschen nutzlos mit. Ach, nun, kaputt. Boah, die, ey, die spielen als Team. Die glaubt, da spielt ein Team gegen uns. Weil der macht diese Eisern und dann macht der andere das und dann zusammen sind die richtig gut. Kosi oder Venus, kannst du da mal herkommen? Ich bin gerade tot. Okay. Ich will gerade diesen den Saurier, dass er Mana bekommt. Okay. Er lässt die fette Kugel fallen. Wo ist Ami? Konzentrieren wir uns auf die Versalen hier. Konzentriert euch auf die Versalen. Es ist verlockend immer diese Gegner, aber wir müssen uns auf die Versalen konzentrieren. Ja. Damit die da reinrennen. Das war für Verwirrung gesorgt. Oh, 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 oh. Oh, der war gut gerade. Das war meine, habt ihr gesehen? Meine Ulti war das gerade. Scheiße, diese blöde. No, 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 sagt jemand. No, 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 no. Lady has been killed. Jetzt kommt der Dicke. Jetzt kommt der Dicke. Nein, kleines Engel. Oh. Doin. Hängt dann an die Versalen. Oh. Achtung, der Dick ist gefährlich. Der Eismann. Denkt an die Versalen. Denkt an die Versalen. Ah, hier, der Dicke muss nicht kommen, genau. Scheiße. Was leckt hier manchmal? Oh. Ey, das ist Krake, ey. Ja, das Vieh. Die haben unseren Dicken haben sie aufgehalten. Das müssen wir den ihren Dicken aufhalten. Komm, du Trinkergurgel. Komm schon. Achtung, wir müssen die Versalen aufhalten. Achtung, zusammenbleiben irgendwie. Rutsche, ich rutsche. Ist ja aber auch alles rein gerade. Oh. Da müssen wir, Achtung, die Versalen, die Versalen. So, weg. Gut. Zusammenbleiben, zusammenbleiben. Vielleicht immer auf einen konzentrieren, der schon angeschlagen ist oder so. Mhm. Okay, Versalen, komm, Versalen, Versalen. Ja. Alle, hepp. Scheiße.
Wir müssen unbedingt noch zusammenbleiben, was okay. die machen uns immer platt. Boah, die sind Loki. Hat Loki? Ja. Das war meine Ulti. War ja nicht schlecht. Ey, perverse Tricks haben die auf Lager hier. Mann, ist mal scheiß rumgeleckt, ey. Schade, vor allen Dingen immer dann, wenn es wichtig wird. Und bin beim Dicken, oder? Na, ja, Dick ist weg. Jawohl, Hammer. Ja, wir liegen aber trotzdem zurück. Wir müssen irgendwie sehen, dass das mehr zusammenbleiben und auf einzelne Champions uns konzentrieren, die schon angeschlagen sind. Und der, vor allen Dingen der Eismann muss rausgenommen werden irgendwie. Oh. Das ist immer so übel leck, ey. Da fragt jemand, warum hast du noch kein Brötchen? Na, ich esse Samstag Salat. Ich esse Samstag Salat, deswegen habe ich noch kein Brötchen. Und Hallöchen, ja, Hallöchen. Ja, guten Morgen erstmal. Guten Morgen, guten Morgen. Pass auf, die Versailles, Achtung, Versailles. Yep. Haben wir sie? Noch einer noch. Oh. Lass uns zusammenbleiben. Ulti ist. Ich habe meine Ulti noch, aber die war bis jetzt nicht so. Raus aus dem, raus aus diesem Kreis! Okay. Achtung! Ey, der tötet mich jedes Mal, dieser. Ich könnte so richtig rumfluchen jetzt. Ich könnte den so richtig Tiernamen geben gerade. Ich hasse diesen Eismann. Der spielt den richtig gut. Das ist ihr bester Mann, glaube ich, der Eismann, oder? Der macht das richtig gut, dieser Eismann. Nee, Loki ist der Beste. Und Hui. Hui, ist ja schon fast ähnlich wie bei LoL wieder. Der Eismann beschützen. Also die zocken definitiv im Team. Ja, ja, die sind auf jeden Fall im Team. Warte mal, was passiert denn jetzt gerade hier? Wir wurden gerade irgendwie Seelen abgezogen oder sowas. Los. Lenk die ab. Ja, so ist gut. Ja, ja, los, dass unsere Saalen reinrennen. Ach, fuck, habt ihr gedrückt? Oh, oh, der Dicke. Gut. Wir haben noch eine Chance. Wir müssen uns bloß irgendwie sehen, dass er. Oh, scheiße, ich mach da mich wieder. Ah, gerade noch so. Das hat der richtig gut drauf, der Vogel mit seinem scheiß Eisding da. Oh nein, hinter mir. Ja. Das war diese komische Schwerttante da, oder was das war da? Loki war das. Guck mal, der macht sogar hinter sich Eis. Der, also der Eismann hat's richtig drauf. Der hat's richtig übel drauf. Jawoll. Ich kann dir nur Unterstützungen. Das ist so traurig. Was können die, was? Ich bekomme hier nur Unterstützungen, das ist so traurig. Und Kosi, du musst in den Nahkampf. Naja, du siehst, was im Nahkampf passiert. Ich sterbe andauernd. Oh. Raus, 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 raus. Ah.
Einer wäre vielleicht gut. Hey, das leckt immer voll ins Gang. Alter, diese fette Ulti hier. Wir können noch gewinnen. Wir müssen uns irgendwie sehen, dass er diesen Eismann und diesen komischen Loki da vielleicht auch wieder heißt. Ja, wir stellen uns nicht allzu doof an. Also. War schon schlimmere. Lebt hier. Ah, der hat gerade weggeflogen. Der ist, glaube ich, gerade weggeflogen oder so. Alle sind gestorben. Pass auf, wir müssen den unbedingt kaputt kriegen, da diesen Dicken. Oh. Ist er tot? Er ist tot. Und ich bin leider auch tot. Bin ich hochfliegen. Wir schaffen es nicht, oder? Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn wir jetzt diesen Fetten durchkommen, haben wir noch eine Chance. Na, dann müssen wir alle irgendwie drauf fangen, dass der nicht gestoppt werden kann, oder? Ah, es ist leider gestorben. Der Dicke ist leider gestorben. Und sich Druck machen oder so. Alle Knöpfe drücken, alle Knöpfe drücken, alle Knöpfe drücken. Alle Knöpfe drücken. Boah, ich sehe nur Schlangen. Ich sehe vor lauter Schlangen und Effekte und Lecken sehe ich gar nicht, was hier los ist, Mann. Na, die sind aber deutlich besser. Und die spielen als Team besser. Noch 30 Dinger. Da müsste jetzt schon Wunder passieren, wenn wir das noch hinbekommen. Aber wir haben gut gekämpft, finde ich. Ja. Für das, dass die so im Team spielen, haben die ziemlich gut die gegengehalten. Ja, und die scheinen wesentlich besser zu sein. Ja. Da haben wir uns gut geschlagen, würde ich mal sagen. Also ich bin ja noch schlechter als Anfänger, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin ja wirklich noch. Bei uns hat einfach bloß ein Heiler gefehlt, so ein bisschen als Supporter. Ja, und halt die Regelmäßigkeit, die werden wahrscheinlich. Das hat wahrscheinlich mit Sicherheit. Ja, wenn du andauernd spielst, dann wirst du auch gut. Ja. Ist ja ganz normal. Aber wir haben es dir nicht leicht gemacht. Und außerdem sind wir ja nicht ein komplettes Team, wir spielen ja nur zu dritt. Ja. Die anderen spielen ja im Grunde für sich da, die anderen beiden. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen. Nein. Was steht da gerade? Aber cool. Aber cool. Wir haben nicht kampflos aufgegeben und müssen uns auch nicht verstecken. Nee. Mal gucken, was meiner jetzt macht. Niederlage. Oh ja. Mega gespannt hier. Und die Arena tobt. Die Arena tobt. Ich habe was bekommen, auf nach oben. Ich auch. Smite Gun Gunst. Smite Gunst. Ich schmeiße Steine ins Wasser und töte damit Fische. Aber mal gucken, was er jetzt hier macht. Ah. Oh, mein Weg ist gar nicht gut. Hat doch wieder bei mir. Oh, meiner kotzt. Ah, guck mal, hier ist einmal der da rum. Ah. Oh, die Mütze weg. Jetzt guck ich noch von vorne. Deine Mütze fliegt immer weg. Ja, hier gerade. Und jetzt kann ich auch was. Deine Haare. Irgendwas. Jetzt ein Seeungeheuer gekommen und hat den Stein aufgehalten und hat in mir nachgeschmissen. So geil. Guck mal hier, gerade ist da ein Puschel hinten zwischen den Beinen geflogen. Alle. Oh, süß. Ach, nur Scheiße. Ja. Cool. Ah, jetzt kommt sein Puschel nochmal. Erst fliegen seine Haare ins Gesicht. Jetzt kommt wieder Puschel dann. Er hat echt Probleme mit seinen Klamotten, oder? Okay, haben wir es erstmal, würde ich sagen.
Aber ich finde schön, dass so diese ganzen Sachen sich so ausgedacht haben. Ja, Leute, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal, oder? Jo. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht wieder mit euch beiden. Und erstmal vielen Dank fürs Mitspielen, okay? Mal sehen, wir mal wieder mal zusammenfinden, dass wir wieder mal schön spielen können und so. Okay? Ich kenn, ja. Genau, dann mach dich, denk da, mach nicht mehr so lange, weil vielleicht morgen ist ja auch ein langer Tag und so. Und schlaf nachher schön, okay? Jo. Jo. Dann bis dann. Tschüss mit dir. Tschüss mit dir. Sound muted. So, jetzt werden wir erstmal die Aufnahme. Dann müssen wir hier rausgehen. Einfach raus, oder? Oh, was ist denn das hier? Oh, guck mal hier. Was ist mit dem jetzt hier los? Was ist mit ihm jetzt los hier? Habe ich den jetzt geschenkt bekommen oder was? Was ist mit dem jetzt? Der hat fast so ähnlich wie Diddle Diddle gemacht. Der hat gerade Diddle Diddle, der hat gerade Diddle Diddle auf. Der hat gerade Diddle Diddle auf Indisch gemacht. Auf Indisch hat er gerade Diddle Diddle gemacht. Diddle Diddle. Aber er dreht sich nicht. Guck mal hier. Junge, der hat ja voll was drauf. Der zündet sich voll. Guck mal hier. Hast du das gesehen? Aber. Hab ich den jetzt oder was? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee. Okay. Warte mal, hier ist noch was. Deine Gruppe wurde aufgelöst. Danach, das waren die alten Sachen sozusagen. Freischaltung. Warte mal, ist irgendwas freigeschaltet. Smite Guns Gunst. Habe ich das gemacht? Wahrscheinlich hat Gunst freigeschaltet. Okay. Erfolge. Fertig, oder? Hoffentlich hat das jetzt nicht außerdem weggelöscht oder so. So, ich bin jetzt Spielerstufe 9, bin ich. Nee, das ist ein Event-Charakter. Schau mal bei Götter rein. So. Neu. Na, ah, die muss man ja kaufen. Standard. Enemies have returned, middle. Den kann man aber nicht kaufen. Nee, ich schalte den nicht frei. Skins, was haben wir hier? Emo, nein, nein. Können wir uns alles. Nee, nee, wir haben kein Geld. Belohnungen. Warte mal, hier gibt's. Achso, das haben wir gemacht. Naja. Guck mal hier. Kimber, weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. Stolz auf dich. Wo ist nochmal die Schnalle? Hier. Du Luder, du! Du Luder, du! Düdel, 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 dü! Die macht mich an! Die macht mich an! Du machst mich an! Du Luder, du! Warte mal, hier! Hier! Ui! Prinzessin auf der Erbse! Ich will auch nur gucken. Was haben wir hier? Oh. Und was haben wir hier? Ey, da sah sie gerade aus. Was ist das? Das ist was für Yummy hier. Da sieht sie so ein bisschen aus wie Harley Quinn, oder? Das ist ja was für Yummy hier. Sieht aus wie Harley Quinn so ein bisschen. Was haben wir hier? Für 11.000 Gunst oder eben die 200 Juwelen. Oh. Robin Hoods Geliebte. Und hier? Eine Allianzbraut! Mann, guck mal, wie schön das glänzt. Eine Allianzbraut. Ich frag mich, wann das Oberteil runterrutscht. Full cozy! Ey, dafür kann ich doch nichts. Oh, so Glitzergold-Schwarz.
ganz in schwarz mit einem Luftballon. You're welcome. You're welcome. Na, na, wie, was sagst du? Sagst du überall was anderes? I'm returning middle lane. Du bist Midlaner. Ah, du bist Midlaner anscheinend. Completed. Was haben wir hier? Sorry. 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 Sorry, gut. Ah, gibt schon heiße Öfen hier, oder? Gibt hier schon heiße Öfen, kannst du sagen. I'm returning middle lane. Jawohl, Sir. Oh, Mann. Sind schon echt. Boah, die hat's auch. Die hat's auch tierisch drauf hier. Ah, gibt hier schon heiße Bräute. Ja, Mann. Heiße Bräute. Oh, guck mal hier, was fliegen ist wieder. Das ist wieder was für Trailer-Jumper hier. Der fliegt ja immer so gerne durch die Lüfte hier. Der ist ja wieder so ein Flieger. Flieger-Ding für Trailer-Jumper hier wieder. So eine Fliegerbraut hier. Oh, ach hier, bong! Oh, ist gerade so ein Küsschen gemacht sogar. Sieht so ein bisschen nostalgisch aus. Ja, Smite ist schon cool. Merken. Was merken? Die Fliegerbraut? Ja, das ist die Fliegerbraut ist Amaterasu oder so. Summa Susarum hier. Die musst du dir mal merken. Oder hier, Trailer. Das ist auch was für dich hier. Ah ja, das ist auch was für Trailer hier. Ja. Und hier! Original hier, was für Trailer hier! Da! Hier! Trailer als Sumsebiene. Hier, da hat Trailer seine Sumsebiene. Hier hat er seine Sumsebiene, der Trailer. Da hat Trailer seine Sumsebiene. Oder hier. Der ist auch witzig. Kapping, kabum, kabum! Ich brauche heiße Frauen. Bei LOL brauche ich auch heiße. Da ist er wieder, oder? Oh. Ja, lass mir mal die anderen gucken, Frau Mann, von der hier. So, warte mal. Ach du Scheiße. Mama mia, stupid, hä? Junge. Mach mir den Rock'n'Roll, Baby. Ach du Scheiße, mein Herr Robin. Diddle, diddle. Mach mir den Rock'n'Roll. Night Fever, yeah. Spring mal ein bisschen. Ja, enger. Alter Schwede, du. Oh, ich hab Linde, Junge. Ach du Scheiße, Mann, dir fällt gleich alles irgendwo hin, sag ich dir. Dir fällt gleich alles irgendwo hin. Ich krieg mal nicht mehr ein, Junge. Oh, nee, Mama, ich steh mal bei. Ach du Kacke, ich seh eine Popo-Backe. Popo-Backen-Alarm. Aber ich glaube dir. Die jetzt. Oh, Mann. Mach mir die Hexe. Guck mal hier, das ist wie Venus hier. Guck mal, mach mir die Hexe, Shady. Ja, ich glaube, der Skin würde Venus gefallen. Das ist genauso Venus-Skin-mäßig hier. Das ist genauso Venus ihr Ding, glaube ich. Was für ein Luder. Guck dir dieses Luder an. Düdel. Warte mal hier. Retreat. Warte mal, ich muss mal die da oben machen. Was? Das ist eine Katze im Besen. Was? Eine Katze im Besen? Wo ist eine Katze im Besen? So, mal her. Ja, da ist eine Katze im Besen. Gar nicht gesehen. Ich war so von der Frau beeindruckt, ja. Da ist eine Katze im Besen, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht so auf den Besen geachtet, weil ich war so, verstehst du? Trailer, verstehst du? Guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Guck mal, wie die Katze raushängt. Ich habe die Katze gar nicht gesehen, sag mal. Siehst du, und deswegen ist Smite so lustig, immer diese kleinen Details überall. Hat die auch irgendwo eine Katze oder sowas? Alter Luna, du. So, ich muss nochmal, wo waren das jetzt? Die da, genau. Mal, gib mal Mama Ton hier. I'm returning to base. Jawohl, Sir. Ja, das ist genau was für Venus hier. Guck mal, mit der Katze. Und unten sind lauter kleine Flatterflatter.
Flattervögel. Ja, das sind schon coole Dinger hier. Oh, guck mal, da haben wir so eine Art Avatar. Der ist sogar Avatar. Standard Vamana. Vamana? Und hier kommt er jetzt mit dem Helm. Der passt so gar nicht rein, oder? Also der Pirat passt so gar nicht rein. Aber hier ist auch noch einer. Hier wieder. Gang Rattling! Das ist doch, Amnon Gangnam Style. Wok, wok, wok. In meinem Gangnam Style. Das ist doch dieser Gangnam Style hier. So, haben wir das mal ein bisschen was angeguckt. Warte mal, diese da noch. Nee, warte, das war die. Das war ja die Aphrodite. Aphrodite mit der großen Tüte. So, ein Krabbelporno-Ding. Spinnlein an der Wand. Wer hat die meisten Füße in dem Land? Ich krieg Hunger, Leute. So, wenn wir das Feier machen, ich krieg Hunger. So, gucken wir uns nächstes Mal wieder mal welche an. Nicht alle auf einmal angucken, sonst haben wir ja keine Freude mehr. Immer mal ein bisschen genießen. Nicht so viel auf einmal, sonst schnappt man noch völlig über vor lauter Frauen hier. Puh, Mann. So, für die YouTube-Leute, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Applaus bitte. Hat zwar etwas übelst manchmal rumgelegt, aber hey, sind wir ja gewohnt bei Hypnosvolt. Da scheiß drauf, oder? Und hier, gepfeift, Wochenende. Also, weiterhin ein schönes Wochenende gewünscht und geht jetzt alle ins Schlafen, auch die YouTube-Leute. Ach nee, warte mal. Wenn ihr das am Tage schaut, bleibt wach. Und wenn ihr das jetzt aber schon abends guckt, geht schlafen, sag ich euch. Für die YouTube-Leute. Und alle anderen auch, geht schlafen. Und ich versuche jetzt nicht mehr so viel rumzueiern, damit ich auch früh anfangen kann am Samstag sozusagen. Also heute dann. Weil ich sage, ich muss auch ein bisschen schlafen, ein bisschen Pornoseiten gucken und alles. Deswegen kann er sich ein bisschen... Ihr versteht mich schon. So, Aufnahme beenden erstmal.